Das ist lieb. Hallo, lustiger alter Mann aus dem Internet. Damit bin ich gemeint. Ich weiß Bescheid. Das seid ihr ja. Alle ganz, ganz zauberhaft. Ja, wisst ihr was? Wir improvisieren es einfach mal. Ich schau mal, was ihr so schreibt. Geht darauf ein. Quatschen wir ein bisschen drüber. Und wenn ihr möchtet, einen kleinen Blick hinter die Kulissen, was gerade passiert ist. Ich weiß selber nicht, wie ihr informiert worden seid. Wir hatten ja hier gestreamt aus meiner Perspektive. Zwischendurch habt ihr mich oft gesehen ohne Ton. Merkwürdig grimassierend, manchmal lachend, manchmal ernst, manchmal auf Leute einredend, manchmal mit zerfurchter Stirn. Und Leute, der Tag heute war so stressig. Ganz im Ernst. Ich habe zum ersten Mal seit 4 oder 5 Monaten wieder Schokolade gegessen. Und diese Schokolade, ja, kommt, glaube ich, Panscher bekannt vor, ne? Ich glaube, die hast du mir mal geschickt. Oh, ja, auf jeden Fall. Ich habe 3 Stücke Schokolade gegessen. Seit Monaten wieder das erste Mal. Ein bisschen Nervennahrung, damit man überhaupt durchkommt. Schön, dass ihr alle da seid. Liebe Grüße. Ihr wurdet gar nicht informiert, ihr habt nichts gehört. Ah, soll ich euch mal kurz erzählen, worum es ging? Ja? Also, die ganze Sache war so. Ich erzähle euch mal der Reihe nach. Ich glaube, wenn ihr so stundenlang ja ausgehalten habt, dann hört ihr auch gerne mir noch ein paar Minuten länger zu. Der Tag begann für mich ganz, ganz früh, nämlich bereits am späten Vormittag mit einem 2-stündigen Coaching durch einen ganz, ganz lieben und netten Mensch bei den Rocket Beans, dem Felix, der dort für Technik zuständig ist. Der hat eine Engelsgeduld gehabt und mir 2 Stunden lang mich gecoacht, um in meiner Streaming-Software alles so einzurichten, dass es überhaupt möglich ist, parallel mein Bild zu übertragen auf Discord, wo der Stream organisiert, und gleichzeitig zu übertragen ins Internet, dass ich ein- und ausknipsen kann, Ton an, Ton aus und wie man das im Hintergrund macht. 2 volle Stunden, die 1A-Lösung, wenn wir nicht umsetzen können, aber immerhin eine 1B-Lösung. Vielen lieben Grüße an Atlan und ganz, ganz dickes Dankeschön. Das ist sehr freundlich, dass ihr in der Gegend herumschierst. Sehr lieb. Und dann Vorbesprechung fing ja an bereits um 13.30 Uhr. Seit 13.30 Uhr hänge ich hier rum. 1,5 Stunden vor Beginn des Streams und um 15 Uhr ging es dann wirklich los. Und ihr habt ja mitbekommen, der Anfang war ja okay. Das hat alles technisch sauber geklappt, bis irgendwann das erste Problem auftauchte. Und das relativ spät. Und danach dann immer öfter. Und wir wissen nicht, ob es an einem Grund liegt oder an mehreren. Was sehr geholfen hat, ich weiß nicht, ob Eisdrache noch im Chat ist, dass ich mir zwischendurch von Pierre seine mobilen Nummer besorgt hatte. Ich habe ihn hier angeschrieben und habe die dann weitergegeben an die Rocket Beans. Ich weiß gar nicht, ob unser Eisdrache mit denen telefoniert hat oder ob ich einfach die Sachen nur, die er mir ge-emailt oder hier gepostet hat, die habe ich denen auch wiederum weitergegeben und das hat ein bisschen was geholfen. Aber letztendlich war das Ganze einfach nur so, dass wir am Schluss wiederkehrende Probleme hatten. Als am Schluss eine halbe Stunde lang so eine Einspielung lief, halt ein altes Format, das die Rocket Beans mal aufgezeichnet hatten. Da haben wir im Hintergrund hektisch herumgewirbelt, haben eine Testpartie gestartet, haben vorher alle möglichen Fehlerquellen versucht zu finden, zu auszuschalten, haben in Optionen Dingen verändert, haben alle Pins auf der Karte entfernt, der Eisdrache hatte uns Tipps gepostet, haben alle automatisierten Bewegungen gestoppt, was aber auch schon hakte bei den Leuten, haben bei allen eingestellt, dass die Bewegungen nicht mehr animiert dargestellt werden, was wir bei allen ja einheitlich angeknipst hatten, einfach aus dem Grund, weil das hübscher zuzuschauen ist. Und wir hatten ja unsere Weihnachtsfeier am letzten Sonntag und da hatte der Eisdrache auch eine Karte gebaut und da war das alles kein Problem. Da war das alles cool, alles überhaupt gar kein Ding. Da hat das alles funktioniert mit Pinsen, automatischen Bewegungen und mit Animationen. Alles gar kein Ding und heute nicht. Und woran es letztlich lag, wir können nur spekulieren. Vielleicht lag es auch daran, dass hier in der letzten Nacht, gestern Abend, ein Update kam bei Civ 6. Ist auch nicht so optimal, wenn man ein großes Civilization-Event macht und am Abend vorher so ein Update eingespielt wird. Ich will jetzt nicht sagen, das ist Schuld. Ich will nur sagen, das ist eine mögliche zusätzliche Fehlerquelle, die wir überhaupt nicht drin haben, weil wir zum Beispiel während des Streams mittendrin mitbekommen haben, dass einer von uns Teilnehmern gar nicht das Update sich gezogen hatte, obwohl er auch aufs Team angemeldet war. Das heißt, der Restpartie spielte, die anderen Spieler spielten alle mit diesem Update von der letzten Nacht von Firaxis Games und dieser Mitspieler nicht. Und das ist natürlich, das ist nicht so clever, aber das weiß man ja nicht unbedingt vorher. Das war auch einer von denen, die sich nicht so gut auskennen mit Civ 6 und nicht drauf geachtet haben. Und ja, so ist das dann alles gelaufen. Und am frustriertesten, ich weiß, ihr wart frustriert, aber ganz im Ernst, am frustriertesten waren wir und am allerfrustriertesten nicht nur wir Teilnehmer, sondern die Rocket Beans selber, die über Wochen hinweg so viel Arbeit reingesteckt haben. Ihr seht ja nur, da sind 8 Hansel vor der Kamera, bisweilen 2 weitere Leute bei den Rocket Beans Streams, die auch da im Studio sitzen und was erzählen. Aber wenn ihr wüsstet, wie viele
Leute, fleißige, nette, liebenswerte, kompetente Leute drumherum daran beteiligt sind, so einen Stream auf die Beine zu stellen. Das ist unglaublich viel und die haben wirklich einen heiden Job gemacht. Die Ornia hat das Ganze organisiert im Hintergrund, ganz, ganz toll organisiert. Die hatte schon den letzten Stream vor Ort organisiert und hat mich da mit ihrem Organisationstalent und mit ihrer freundlichen und verbindlichen und umsichtigen Art sehr beeindruckt. Der Felix, der ja alles total gut mich heute gecoacht hatte im Vorfeld in den 2 Stunden, der in totaler Stress und Hektik-Situation war und dann das einzig Richtige gemacht hat, nämlich langsam, freundlich, kontinuierlich Dinge erklärt hat, eiserne Nerven. Der Dennis, der total fachkundig hier alles organisiert hat, der selber ganz viel Civ spielt, der am Anfang zu hören war und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, der war richtig doll erkältet. Der hat trotzdem in den letzten Tagen viel gerackert und die Anfangsmoderation gemacht und das ist wirklich aller Ehren wert und auch alle anderen, die daran beteiligt waren. Es sind ganz, ganz viele Leute im Umfeld, die ein solches Event auf die Beine stellen und wir 8 Hanseln, die unser Gesicht in die Kamera halten und euch ein bisschen bespaßen und Trash-Talk und ein paar manchmal intelligente, manchmal unglückliche Züge mache. Wir sind ja fast schon in der 2. Reihe, also die eigentlichen Stars sind wir natürlich nicht. Ernsthaft, das ist jetzt nicht nur so dahingesagt, sondern die Hauptarbeit leisten die anderen. So sieht's aus. Ich selber, ihr habt eventuell vom Spiel mehr mitbekommen als ich, weil ihr auch die anderen Perspektiven gesehen habt. Ich habe ganz spät erst mitbekommen, was auf der Karte war. Ich kann euch gerne mal aus meiner Perspektive erzählen, wie es gelaufen ist. Ich gucke immer in den Chat rein, was für Fragen reinkommen. Ja? Sieger der Herzen wird im Chat gepostet. Seistracher, unser Community-Mitglied, der immer das Spiel des Modener 2 uns macht im Forum, diesen Singleplayer-Wettbewerb, der die Karte gebaut hat für die Rocket Beans und heute die live gecoacht hat. Aller Ehren wert. Ganz liebe Grüße und ein dickes Dankeschön von uns allen an erstens an Pierre und zweitens an das Praktikalb. Das habe ich heute im Chat auch die ganze Zeit bisweilen zwischendurch posten gesehen. Ich hatte mir eigentlich aufoktroyiert, aufgezwängt, total diszipliniert, hier nicht in den Stream, nicht in den Chat reinzugucken. Vor allem nicht in den Chat. Was ich streame, weiß ich ja. Aber ich habe gedacht, nee, spoilert nicht nur irgendjemand. Aber als ich dann gemerkt habe, das geht alles so ein bisschen aus dem Ruder, habe ich gedacht, mache ich da zwischendurch den Chat auf, damit ich auch euch irgendwie beruhigen kann und ihr habt ja auch mitbekommen, ich glaube, also ich weiß, irgendeiner hat mal irgendwas gepostet, was vielleicht ein Spoiler war, aber ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Weise den Spielfortgang irgendwie auch nur beeinflusst hat. Und Orga hat gewonnen, könnte man eventuell sagen. Der Stream ist vorbei. Ihr habt die Abmoderation gehört. Wir versuchen, die Rocket Beans und wir Spieler, das demnächst fortzusetzen, wenn die technischen Probleme gefixt sind und eine 2. Auflage hinzubekommen und das dann irgendwie anders auf die Beine zu stellen. Versprechen können alle Beteiligten das nicht, aber es ist unser fester Wunsch. Also auch in den Zeiten, wo wir gerade nicht online zu hören waren, sondern nur hinter den Kulissen geredet haben, war das eigentlich einheitlicher Ton von Seiten der Rocket Beans. Schade, dass das heute gescheitert ist am Schluss, dass die 1. Hälfte lief, die 2. dann allerdings nicht mehr. Und der große Vorsatz, das nochmal zu machen und dann richtig zu machen, und dann hätte man vielleicht unterm Strich sogar nicht nur einen Stream, sondern oder jetzt wie jetzt einen halben, sondern dann vielleicht 1,5. Und vielleicht kann man ja was Positives aus dieser ganzen Technikkatastrophe rausziehen. Die, wie gesagt, definitiv nicht Schuld der Bohnen ist. Das ist einfach bei so Multiplayer-Geschichten mit Civ, das kann man nicht richtig machen. Also das kann man nicht richtig vermeiden. Solche Dinge passieren einfach noch. Wir haben alle möglichen Neustarts versucht, wir haben die Rechte neu gestartet, wir sind immer wieder rausgegangen ins Hauptmenü, Civ neu gestartet. Wir haben echt alles versucht und alles versucht auf die Beine zu stellen. Coda schreibt im Chat, dieses Jahr hatte einfach den Wurm drin, das hat ja auch Maurice treffsicher am Schluss witzelnd bemerkt. Passend so ein Stream für das Jahr 2020? Ich finde schon. Kann nur besser werden. Und er bedankt sich bei allen Leuten. Wäre es theoretisch möglich, mit dem Safe Game weiterzuspielen, fragt Kasachen. Da würde ich uns nach den Erfahrungen heute dringend von abraten. Also wenn heute irgendwas technisch schief geht, dann würde ich nicht nur mal das Safe Game laden. Ich würde dann, wenn, das ganz neu machen. Civ ist schon für Multiplayer geeignet, Dragonblade. Wir hatten letzten Sonntag unsere große Weihnachtsfeier hier, da waren zig Leute beteiligt. Da haben wir ja wie viele Stunden gestreamt? 8 Stunden lang, Netto-Spielzeit waren vielleicht 5 Stunden. Auch eine Karte, die der Eisdrache gebaut hat, davon gibt es einen Mitschnitt bei uns hier auf YouTube. Das lief tadellos. Ich glaube, wir hatten ein oder zweimal ein Disconnect, dass wir ein oder zweimal ins Hauptmenü liefen, sonst war alles tadellos. Hat super geklappt und hat sehr viel Spaß gemacht. Genau. Ich stelle euch nochmal kurz die beiden Herren jetzt auch an den Mikrofonen vor, die euch eben als Chatmoderatoren bespaßt haben in den letzten Stunden. Das war gerade der Punisher. Liebe Grüße Richtung Wien, das ist euer Wolfgang, euer Punisher. Liebe Grüße Richtung Köln, aber ich habe noch wem dabei. Ist das eventuell der Matsumanix? Ja, hallo zusammen, viele Grüße aus Hamburg. Und jetzt spoilere ich euch noch was. Matze und ich haben heute Vormittag
ich glaube, 20 Minuten telefoniert. Ich hatte doch vorher dieses Vorschauvideo gemacht. Da hatte ich gezeigt, wie die Karte aussieht. Also ich hatte das Vorschaubild, das öffentliche, gezeigt und die Positionen. Und ich bin ja auch wirklich da gestartet, wo es war. Hatte dann überlegt, die einzelnen Zivilisationen vorgestellt und so einen Schlachtplan angedeutet. Und heute Vormittag habe ich Matze angerufen und ich hatte eine Idee. Die erzähle ich euch jetzt. Eine Idee, was ich auf der Herausforderung machen könnte. Matze Manix hat mir Feedback gegeben, hat mir ein paar Details ausgeredet, ein bisschen was ergänzt. Am Schluss stand ein genialer Schlachtplan. Und die Idee, wie es eigentlich auch stattfinden sollte, so wurde es das gesagt, war die, dass auf dieser zentralen Wüsteninsel in der Mitte der Karte ein Stadtstaat steht. Stattdessen stand da kurzfristig ein Naturwunder. Und ich habe ja die Ungarn gespielt und die Ungarn haben coole Boni rund um Stadtstaaten. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, einige von euch, die sich besser mit dem Spiel auskennen, haben vielleicht mitbekommen, was ich die ganze Zeit da gemacht habe. Ich habe Amani genommen, die Gouverneurin, die spezialisiert darauf ist, dass sie immer zwei Gesandte gibt in jedem Stadtstaat, wo sie hinzieht. Und wir Ungarn sind ja darauf spezialisiert, dass wir immer dann, wenn wir irgendwo Truppen rekrutieren, also so Zerren sind, dann die Truppen rekrutieren, dann bekommen wir immer zwei Gratis-Gesandte dazu. Und so bin ich mit der Amani, den ersten Gouverneurstitel habe ich da hingegeben, von einem Stadtstaat zum anderen hin und her gezogen. Und habe über, sobald ich dann irgendwo war und den dritten Gesandten hatte, ich hatte vorher Späher hingeschickt, um immer, ich wusste ja, wo die Stadtstaaten sind, die Karte war ja veröffentlicht worden. Und habe dann immer den ersten, in der Regel den ersten Gesandten gratis bekommen, weil ich der Erste war, der vor Ort dahin gekommen ist. Dann habe ich Amani hinterhergeschoben und dann hatten wir jeweils drei Gesandte vor Ort. Und dann habe ich sofort mit etwas Geld in der Hinterhand dann dort den Suzerän-Status genutzt und habe die Truppen angeheuert. Als Söldner, da habe ich mir Amani geschnappt und weitergezogen. Und das war unser Plan, der Anfang unseres Planes. Und das lief auch noch gut. Und der zweite Teil des Planes ist dann allerdings schon gescheitert, einfach weil in der Mitte Naturwunder stand und kein Stadtstaat. Der geheime Plan, den Matsumane und ich ausgebrütet hatten, das war der, dass ich mir gedacht hatte, wir ziehen mit den Stadtstaateneinheiten, die ich aushebe, dann am Schluss in die Mitte der Karte, zu dem Stadtstaat, der da ist. Lernen den kennen, freunden uns mit dem an, schicken da Gesandte hin, schicken Amani hin und werden dort suzerän. Das heißt, wir greifen den nicht an, wir killen den nicht, wir werden dort suzerän. Das war mein Plan. Und dann heuern wir die Truppen, die dort sind, nutzen die und schicken die weg. Die sind dann unter unserem Kommando und die schicken wir dann dort hinweg, wo unser schwierigster Feind steht, also Holger oder Maurice oder Dennis oder wer auch immer. Oder wir positionieren sie rund um die Insel und gucken mal halt so ein bisschen Ausschau, betreiben wir auch vielleicht eine Verkundung, decken noch mehr Stadtstaaten mit denen aus, sie sind ja wieselflink. Stadtstaateneinheiten, die wir Ungarn aufheben, haben zwei weitere Bewegungspunkte. Ich habe mir gedacht, vielleicht auch das, in alle Himmelsrichtungen, die ausschicken, ganz viele Stadtstaaten kennenlernen. Das eine wie das andere wäre eine coole Möglichkeit gewesen, um dann, wenn die weg sind, dann hinzugehen, dann dem Stadtstaat den Krieg zu erklären, dann würden die Truppen, die weiter weggehen, dann wären wir nicht mehr so zu rennen, weil wir denen den Krieg erklärt hätten, die Gesandten wären auch futsch, aber diese Einheiten wären dann nicht mehr unter unserer Kontrolle, wieder unter der Stadtstaatenkontrolle, aber hätten selber so weit weg von der Heimat uns nicht mehr angreifen können, hätten vielleicht vor Ort als autonome Einheiten noch für Chaos gesorgt, vielleicht andere Leute angegriffen und dann mit den eigenen Truppen rein in den Stadtstaat besetzen und dann ein bisschen halten. Das war der Plan und ich finde, Matze Manix, das war in der Theorie ein cooler Plan. Ja, finde ich auch und hätte ich auch sehr gerne gesehen. Leider geht das mit dem Naturwunder etwas schwieriger. Ja, T. Truckle hat es geschrieben im Chat. Kein Plan überlebt die Realität, schade. So lief es nicht. Wäre ein toller Plan geworden, schreibt auch Roseninselchen. Und könnt ihr euch vorstellen, wie entgeistert ich war, wie die Klappe bei mir runterfiel, als ich ganz beiläufig im Vorgespräch von dem Stream, etwa eine Stunde vor Streambeginn, von dem Dennis, der hier das Ganze inhaltlich vorbereitet hat, so mittendurch, die mittendrin so die Mitteilung hörte, ach übrigens, wir haben an der Karte was geändert, in der Mitte steht doch kein Stadtstaat, sondern nur ein Naturwunder. Echt? Ich habe versucht, ich hätte am liebsten geschrien, habe aber mir auf jeden Fall versucht, nichts anmerken zu lassen, Klappe ging nur runter und es war der Tiefschlag des Tages, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, der ganze coole Plan, weg aus die Maus, ich war total fix und fertig, ne? Ja, so sah es halt aus. Liebe Grüße ans Praktikalb nochmal, dass sich gerade wieder meldet, es war so aufgeregt die ganze Zeit, das ist sehr lieb. Ja, und dann ist auch alles schief gelaufen, Leute. Auf dem Show, richtiger Hinweis von The Cranium im Chat, auf dem Vorschaubild der Karte, dem öffentlichen, war auch kein Stadtstaat eingezeichnet, aber das ist halt das, was uns gesagt worden ist. Da war nichts eingezeichnet. Es hätte, ne, aber
Ich habe gedacht, die verarschen mich nicht. Oder vielleicht war es ein altes Bild oder ein neues, ich weiß es nicht letztlich. Ne? So, und dann haben wir Folgendes gemacht. Dann, dann musste man irgendwie improvisieren und dann habe ich einen Fehler gemacht. Einen einzigen Fehler. Und der Anfang war ja okay, ne? Also die schnell Siedler gemacht, die Flüsse entlang gezogen, ganz viel gespawnt, Siedler, Speer rausgehauen, viele Punkte aufgedeckt, die Ungarnfähigkeiten nutzen, an den Flüssen siedeln, auf der Innenseite von Kehren, von Flussschlingen und dann auf der anderen Seite viele Bezirke hinsetzen, weil man ja Bezirke 50% schneller bauen kann, beziehungsweise die Produktionskosten sind dann reduziert, wenn man in der Enge einer Flusskehre baut und auf der anderen Seite dann die Bezirke platziert. Die Bezirke gehen viel, viel schneller und die Gebäude darauf auch. Das war alles noch okay, aber dann habe ich einen Fehler gemacht. Einen Fehler. Echt, mit einem Fehler alles verkackt. Es war wirklich nur eine Gedankenlosigkeit. Es war ich habe runtergezogen, Richtung Süden, vor den Budi, der super nett ist, vor den Daniel von The Rock, das ist echt ein ganz, ganz netter, runtergezogen zu dem hin. Und da waren zwei Punkte, wo ich geschwankt habe, wo ich diese zweite Stadt hinsetze. Die lagen ein Feld auseinander und der Loyalitätswert war unterschiedlich hoch. Auf dem unteren Feld war -9 die Loyalität, auf dem oberen war die Loyalität, glaube ich, -2, -3. Ich habe mir gedacht, ach komm, das ist zwar kein Problem, schicke ich einen Gouverneur hin, das ist der bessere Platz, nehmen wir den unteren, -9, habe die Siedler drauf gesetzt, habe die Stadt gegründet, habe mich noch gefreut, in den Chat hineingegrüßt mit geballter WB-Faust und habe dann realisiert, ich habe ja noch gar keinen Gouverneur. Das lief so schnell, die Produktion war so schnell abgelaufen, das mit dem Siedlern, Produktion und Ziehen hatte so gut geklappt, dass ich bei der kulturellen Forschung nicht schnell genug gewesen war und keinen einzigen Gouverneurstitel hatte. Und dann habe ich den Druck gesehen von Budis Stadt von der Nähe und dann war klar, aus die Maus. Dann habe ich alles versucht, ganz schnell noch einen Gouverneur hinzuschicken und den zu bekommen, aber dann fiel der Stadtstaat doch und dann habe ich angefangen, Truppen zu mobilisieren und die da hinzuschicken. Und dann war ich so am Überlegen, wie mache ich das? Weil eigentlich wollte ich den Daniel, mein Namensvetter, den Budi, nicht angreifen, weil ich weiß nicht, also wenn man selber so ein, der hat ja gerade erst so ein bisschen Civ kennengelernt und hat ja auch mehrfach betont, das fand ich furchtbar nett, dass mein Video vom Vortag ihm ein bisschen geholfen hätte. Und ich habe ja echt gegenüber Leuten, die im Gegensatz zu uns Civ-Pros, so echt sich so ein Stück weit opfern, ihre Ehre und ihre Stolz opfern, um sich auf so einem Event so ein bisschen zum Narren zu machen, bei einem Spiel, das sie selber nicht so gut beherrschen. Da habe ich auch ein bisschen Respekt vor. Also ich habe Respekt davor, wenn es Leute, die selber gibt, die das Spiel nicht so gut kennen und trotzdem trauen, gegen uns anzutreten, gegen uns Civ-Kenner. Und da sollte man auch ein bisschen vorsichtig, also dann sollte man denen auch umgekehrt respektvoll begegnen. Aber dann habe ich gemerkt, ich war so auf der Kippe. Da habe ich mir seine erste Stadt angeschaut und er hat ein Weltwunder nach dem anderen gebaut und seine Defensive vernachlässigt. Und da war ich so am Kippen. Da habe ich mir gedacht, nee, komm, der veräppelt mich doch. Das kann ich doch nicht machen. Der kann doch nicht bauen und die Stadt schutzlos lassen. Mensch, mach doch was. Und dann noch Weltwunder bauen, weil wenn Weltwunder, schnappt man den anderen ja dann weg. Wenn er nur die Städte ausgebaut hätte, wenn er nur große Städte gemacht hätte, viele Bezirke, viele Gebäude, damit schwächt er ja nicht die anderen. Aber Weltwunder bauen und die anderen wegschnappen, da habe ich gedacht, komm, das kannst du dir doch nicht bieten lassen. Und dann war ich auf der Kippe, ihn anzugreifen oder nicht. Und ich kann fairerweise nicht sagen, ob ich es gemacht hätte oder nicht. Also natürlich hätte ich ihn nicht vernichtet, aber ich habe schon irgendwie so geliebäugelt mit dem Gedanken, seine Hauptstadt anzugreifen. Aber dann hatte ich diesen einen Fehler gemacht, dass ich diese Stadt falsch platziert hatte, die ist dann gekippt. Und um die zurückzuholen, habe ich ganz viele Truppen rekrutiert, hingebracht. Es waren die Truppen von den Stadtstaaten und die eigenen. Und das hat er natürlich mitbekommen. Er hat mitbekommen, da tauchen plötzlich ganz viele WB-Truppen auf. Und hat dann natürlich gedacht, oh Gott, was hat er vor? Will er mich vielleicht angreifen? Ich wusste es ja auch nicht genau, es wäre vielleicht möglich gewesen. Obwohl das ja nicht das Spielziel ist. Das Spielziel wäre gewesen, in die Mitte zu ziehen der Karte und da diesen Punkte zu holen. Also es hat mir auch eigentlich gar nicht gepasst da unten irgendwie. Ich hatte das gar nicht vor. Ich hatte gar nicht, also normalerweise gar nicht vor, mit anderen Leuten Kriege zu führen. Ich wollte eigentlich in die Mitte der Karte ziehen. Naturwunder oder Stadtstaat, man musste in die Mitte der Karte gehen und das möglichst früh. Dann war dieser Stadtstaat dann weg, dann wollte ich den da auch nicht stehen lassen, dann habe ich da mich rumgebalgt und dann hat er gesehen, dass viele Truppen da waren, da habe ich mir gedacht, nee komm, das hat keinen Sinn, einmal den Stadtstaat noch zurückerobert, dann ist er ein zweites Mal gekippt, dann habe ich meine Truppen abgezogen, die sind von ihm weg Richtung Westen gezogen, da ist Westen von euch aus gesehen, nach Westen, und er hat gesehen, wie ein Berg riesiger Armeen von Truppen an seinen Grenzen vorbeizogen, scheinbar weg, und er kannte mich nicht und hat gedacht,
der veräppelt mich vielleicht, ich kenne das Spiel nicht so gut, der hat vielleicht irgendwie so einen super Deluxe geheimen Plan, den ich gerade nicht kapiere, aber der Typ, ich weiß nicht, der sieht gemeingefährlich aus, er weiß, was der vorhat. Und dann habe ich mich mit ihm zurückgezogen in den Diplomatieraum, habe ihm gesagt, hör mal, lass uns doch einfach gegenseitig jetzt in Ruhe, wir ziehen nicht Angriffspakt, wir ziehen jeder für, ziehen seinen Plan durch, ziehen auf die Insel drauf und versuchen irgendwie dann jeder sein Glück zu machen auf eigene Faust. Da hat er zu meiner Entgeisterung gesagt, ich weiß nicht, ob ich dir trauen soll. Wirklich, mir fiel die Klappe runter. Ich weiß doch, dass man mir trauen kann, aber er wusste es halt nicht, ne? Nee, meinte er, vielleicht willst du mich irgendwie verarschen und ja, dann hat er mir den Krieg erklärt. Und dann habt ihr mitbekommen, dann haben wir uns gegenseitig geschwächt und geschwächt, uns Truppen gegenseitig massakriert. Und dann waren all die Truppen, die ich bei den Stadtstaaten schon ausgehoben hatte, die waren dann schon abgelaufen am Schluss. Das Timing wäre perfekt gewesen. Die ganzen Söldnertruppen, die ich angehört hätte, die hätten schon längst auf der Insel sein können, in Begleitung eines Siedlers, wenn ich von Daniel nicht angegriffen worden wäre vom Budi. Aber er hat es halt gemacht und daraufhin brach mein ganzer Plan, auch mein Naturwunderplan zusammen, da früh hinzugehen mit den ganzen Stadtstaatentruppen, einen Siedler mitzunehmen, sich dahin zu setzen. Ganzer Plan futsch, weil Daniel mich halt angegriffen hat, weil er mir nicht vertraut hat. Ja, und dann war... Und dann waren wir zu spät. Und dann am Schluss hatte ich immer noch halbwegs noch Truppen beisammen, hab dann, nachdem Daniel und ich uns dann doch vertragen haben, hätte dann gesagt, okay, wir machen uns nur gegenseitig fertig, jetzt machen wir doch einen Nicht-Angriffspakt, wir vertrauen uns und ziehen gemeinsam sogar vor auf diese Insel hin. Und wen habe ich dann auf der Insel getroffen? Die eine Stadt vom Nils, der nur 5 Runden lang da stand. Keine Einheit zur Verteidigung weit und breit. Eine poplige kleine Stadt. Ich komme in der Heerschar von Truppen an. Und was passiert dann? Holger, der nichts davon hat, versenkt. Ich hatte ja keine... Versenkt mit seinen Kriegsschiffen meine Leute, die kommen. Und die seinen Gegner vernichten wollten. Nämlich, Nils. Ich hab bis zum Schluss nicht begriffen, warum. Er hat so eine Rollenspielgeschichte erzählt. Ich hab's nicht kapiert. Ich kann ihm das auch nicht vorwerfen, weil... Ich weiß ja gar nicht, welches Motiv er hatte, auf jeden Fall. Naja, und dann war die Partie schon vorbei. Dann brachen die technischen Probleme an. Also die abgefahrenste und bizarrste Civ-Erfahrung, die ich seit langem hatte und die mal wieder beweist. Eben wurde schon mal im Chat gepostet. Man kann Matsumanix planen, was man will. Wenn die Praxis kommt und die Realität, dann geht jeder Plan in den Bach runter. Ja, so ist das. Auch gerade bei Civ erinnere ich mich auch so bei unseren Partien daran, dass man super vorausgeplant hat oder passiert irgendwas, eine Naturkatastrophe, irgendwelche Allianzpartner erklären dann trotzdem irgendwie den Krieg, ehemalige Allianzpartner, und dann muss man wieder umdenken. Ne? Aber der Plan an sich, ich fand ihn eigentlich sehr, sehr hübsch mit dem Stadtstaat in der Mitte. Mal sehen, vielleicht haben wir nochmal eine neue Gelegenheit bei einem der nächsten G8-Gipfeln dann. Johnny schreibt was ganz Liebes im Chat. Johnny schreibt die... Wo ist es? Civ entfaltet oft seine wahre Schönheit, wenn Menschen miteinander spielen. Naja, ich glaube, du meinst, das ist ein sehr pikanter Satz. Hier muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist sehr hübsch formuliert. Oh. Freinas Eisenhower schreibt, Skippy, plans are useless, planning is everything. Pläne sind nutzlos, aber das Planen selber an und für sich, das zählt alles. Hat Spaß gemacht, euch zuzuschauen, lese ich gerade im Chat. Mir uns zuzuschauen und Spielern, das höre ich gerne, sehr lieb. Warum ich so viel in eine Religion investiert, fragt Fraxa. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel investiert habe. Ich hatte ja geholt als Bonus plus 10 für den Glaubenssatz, plus 10 Kampfstärke in den Städten, die der eigenen Religion folgen. Deshalb hatte ich ja auch meinen Missionar mitgenommen, den Missionar in die Mitte geschickt, auf die Wüsteninsel und hatte auch schon die Stadt, ich war der Einzige mit Religion, die Stadt in der Mitte von Nils bekehrt. Das heißt, wenn ich die Stadt erobert und geknackt hätte, hätte ich ab dann mit all meinen Einheiten auf dem Gebiet der Stadt plus 10 Kampfstärke gehabt. Das ist fett. Bei fremden Städten mit der Religion gilt es auch für die eigene eigentlich, auf jeden Fall die im Angriff gilt das, bei fremden Städten, ne? bei eigenen ja. Nicht. Beim Angriff hätte es geholfen. Es gibt noch einen anderen Glaubenssatz, den man sich dann auch holen könnte. Das ist, glaube ich, Verteidiger des Glaubens. Das gibt dann plus 5 Kampfstärke, wenn man in befreundeten oder eigenen Städten unterwegs ist und dann dort Kämpfe führen muss. Aber ich wusste ja nicht, auf welche Situation ich treffe. Zu Beginn, als ich mir den Glaubenssatz holen musste, bei Gründung der Religion, treffe ich eine Position vor, bei der ich aggressiv handeln muss, wo ich eine Stadt angreife, oder schaffe ich das ohnehin und muss die Stadt nur verteidigen. Je nachdem nimmt man einen anderen Glaubenssatz halt.
Ja, und die schließen sich ja auch beide aus. Also man musste da wirklich eine Entweder-Oder-Entscheidung treffen. Und ich fand die tatsächlich taktisch sehr, sehr wertvoll. Also du hattest da ja auch schon ein bisschen dahin geschickt und die Stadt auch bekehrt. Selbst wenn dann noch jemand anders dann da mit mehr Truppen gewesen wäre, das hätte dir sehr geholfen. Diese plus 10 Kampfstärke, die sind extrem stark, finde ich. Mhm. Dann eine Frage im Chat von Johannes und ich auch glaube auch von Fraxa, warum ich kein Monument gekauft habe. Das bezieht sich, glaube ich, auf die Stadt Marcel, ne? Auf die Stadt, die dann erobert worden ist von Moody. Das hat einen simplen Grund. Ich habe das mir überlegen, habe das angeschaut, aber ein Monument bringt ja erstmal nur eine Loyalität und einen zweiten Loyalitätspunkt Mazumanix, wenn die Loyalität bei 100% ist, ne? Nee, das Monument bringt immer eine Loyalität und eine Kultur. Und wenn du bei 100% Loyalität bist, noch eine zusätzliche Kultur. Achso, sowieso nur eine Loyalität, ja, dann hätte das ja eh nichts geholfen. Also mit dieser plus eine Loyalität, dann hätte ich ein Monument gekauft mit teuer Geld, das ich gebraucht hätte eigentlich für das Rekrutieren der Söldnereinheit in den Stadtstaaten. Und die Stadt wäre trotzdem den Bach runtergegangen. Das hat bei weitem nicht ausgereicht. Das Geld wäre weg gewesen, die Stadt wäre futsch gewesen. Nach der nächsten Eroberung wäre das Monument eventuell so beschädigt, dass ich es erstmal hätte reparieren müssen, es hätte mir nichts gebracht. Ich hätte nur Geld verpulvert. Ich habe ja drauf geguckt und gerechnet. Dann kann es auch sein. Rainman schreibt, es lag vielleicht am fehlenden orangen Hemd. Das könnte auch sein, ja. Warum keine Küstenstadt und Schiffe zur Überwachung der Truppen, fragt Cyan Lorix Dream. Das ist ein guter Hinweis. Ich habe gepokert. Man kann ja nur eine Sache machen, ne? Ich habe gedacht, also wir Ungarn sind ja cool an den Flüssen. Und da auf dem Punkt in der ersten Runde habe ich ja gesehen, dass ich mit dem Siedler gespawnt war auf einem Punkt direkt an der Küste. Da hingesetzt, da hätte ich mitbekommen, hätte ich sofort Schiffe bauen können und hätte ich sofort auch bekommen, dann wenn der Hafen fertig gewesen wäre, mit dem Leuchtturm dran an die Küstenstadt, mehr Wohnraum und so weiter und so fort. Aber ich habe halt gedacht, nee, wir Ungarn sind doch so gut, wenn wir halt wirklich in diesen Flusskehren siedeln. Und das war kein guter Standort dort. Und deshalb habe ich mir gedacht, nee, das, die eine Alternative oder die andere. Es war eine 50-50-Entscheidung, habe mich dann dafür entschieden, ein Stück nach innen zu gehen. Im Nachhinein ist man natürlich klüger, haben mir die Schiffe gefehlt. Also ich habe darauf spekuliert, dass ich nicht unbedingt, wenn ich schnell voranziehe, Schiffe brauche. Ich habe gedacht, vielleicht ich komme schnell nach vorne und dann reichen die gewasserten Einheiten aus, denn ich musste ja nicht die Stadt in der Mitte, wenn ich die gebaut oder erobert hätte, lange halten. Ich muss sie nur ein paar Runden halten, weil es wird ja gezählt, wie viele Runden man die hält. Und wenn ich die nach 5 oder 10 Runden wieder verloren hätte, das wäre völlig egal gewesen. Weil ihr seht ja, welche Probleme es gibt, so Städte lange zu halten. Das heißt, ich hatte darauf spekuliert, die Stadt wahrscheinlich früh zu bekommen, dann auch irgendwie wieder zu verlieren, aber mit ein bisschen Glück und Geschick am Schluss trotzdem vorne gelegen zu sein, weil die wäre irgendwann wieder futsch gewesen, aber vielleicht hätten die Punkte gereicht. Und man muss ja spekulieren. Wer hat 7 Gegner? Es gibt keine sichere Strategie. Und dann habe ich halt gedacht, ich investiere voll auf diesen guten Standort Landinners, setze alles auf eine Karte und ziehe nur mit gewasserten Einheiten rüber. Und das hätte ja auch geklappt. Wenn Holger mich nicht angegriffen hätte mit den Schiffen, hätte das geklappt. Und Holger, es war nicht Holgers Stadt. Ich weiß nicht, warum er mich angegriffen hat. Ich kann es nicht sagen. Er hat ja das damit begründet, dass er Nils früher öfters gequält hätte bei früheren G8-Gipfeln und deswegen was Gutes tun wollen. Ich kann es euch nicht sagen. Also die Begründung hat mich nicht so überzeugt. Ich kann nicht in seinen Kopf gucken. Ich weiß nicht. Vielleicht hat er auch gedacht, er hat jetzt viele Truppen. Der ist gefährlicher als Nils. Nils schafft das eh nicht. MW kommt mit vielen Truppen. Der ist für mich der Gefährlicher. Mache ich die Truppen nieder. Ich kann letztlich nur spekulieren. Ich weiß es nicht. Also die Tatsache, dass die Norweger dich da auch so angegriffen haben, spricht ja eigentlich auch dafür, dass du tatsächlich nicht an der Küste gesiedelt hast, weil er ja dann auch mit seinen Langbooten sehr, sehr schnell auch deine Hauptstadt hätte dann auch angreifen und einnehmen können. So ähnlich wie das auch bei uns auf der Weihnachtsfeier passiert ist. Die sind ja sehr stark zu Beginn. Ja, und dann hatte ich auch gedacht, hast du jetzt halt vorgebeugt. Ja, ganz ernsthaft, das hatte ich auch gedacht. Das war nicht der primäre Gedanke, aber es war auch einer, weil wir wussten ja, ne, Holger mit den Schiffen, totale Seemacht und so weiter. Ich habe die Stadt Marcel, Fraxa sagt, du hättest die Stadt Marcel auch einfach abschreiben können. Dann nochmal erobert, wieder durch Druck verloren. Genau, ich habe die einmal erobert und ich hätte vielleicht die auf die erste Eroberung verzichten können, weil ich habe ja am Schluss den Fehler korrigiert oder versucht zu korrigieren, bin dann abgezogen. Also habe irgendwann schon begriffen, es war ein Fehler und ihn dann wenigstens mich dazu bekannt und die Truppen dann abgezogen. Und ich behaupte,
Es hätte noch gereicht, also wenn Budi, wenn der Daniel nicht gesagt hätte, oh Gott, WB mit den vielen Truppen, was hat der Typ im Schilde, ich greife lieber vorsorglich an. Ich glaube, dann hätte das geklappt, weil, wenn ich das richtig mitbekommen hatte, dann hatte Nils ja diese Stadt in der Mitte erst 5 Runden gehabt. Und meine Truppen wären rechtzeitig da gewesen. Die wären rechtzeitig da gewesen. Ja. Also ich glaube, es wäre selbst dann hätte es noch geklappt. Und dann hätte ich auch nicht das Problem gehabt mit Holger und mit seinen Schiffchen, weil die waren ja auch erst später da, aber hätte. Wir alle wissen jetzt, wie was wann gelaufen ist, aber wir können ja nicht rückblickend sagen, wenn wir diese Sache in der Vergangenheit im Ablauf anders gestellt hätten, dann wäre der Rest trotzdem gleich verlaufen und dann hätte man das gute Resultat gehabt. So läuft das ja nicht. Man verändert einen Punkt in der Abfolge der Ereignisse, dann kann man nicht behaupten, der Rest der Abläufe wäre der gleiche geblieben oder derselbe wie jetzt. Dann hätte sich wieder was anders entwickelt. Achtfaden schreibt, ja, Nils war es seit kurzem auf der Insel, genau. Wäre es nicht auch klüger gewesen, zwischen Marcel und der Hauptstadt zu siedeln? Ja, vielleicht. Wie gesagt, also ich habe einfach nur übersehen, dass ich keinen Gouverneur hatte. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Tobi Gamer, abgedroschen, aber trotzdem wahr. So, Leute. Habt ihr trotzdem euer Vergnügen gehabt? Ich will es mal sehr hoffen. Ich frage mal Punisher, wie hast du den Stream erlebt? Ja, sehr, sehr lustig. Also ich muss dazu sagen, wir haben auch sehr, sehr viele Leute heute im Stammtisch gehabt, die dich angefeuert haben, die teilweise rege diskutiert haben über die Entscheidungen, die du getroffen hast, die versucht haben, mit allen Mitteln dir zu signalisieren, Loyalität minus 13 siedelt da nicht. Aber ja, gut. Es war auf jeden Fall sehr lustig. Ich finde es persönlich auch sehr schade, dass das Spiel abgebrochen werden musste. Verstehe ich und ich hoffe natürlich, dass wir den G8-Gipfel trotzdem noch einmal fortsetzen können bzw. neu starten können, um die Partie einfach weiterzuführen, weil es war sehr, die Karte war cool und ich habe das Event sehr genossen. Ihr müsst euch auch überlegen, ihr habt wahrscheinlich gewechselt, oder? Wie war das bei den Zuschauern? Nach eurem Eindruck, Punisher und Chat, sagt doch mal, wart ihr die ganze Zeit nur hier? Habt ihr gewechselt? Waren mal Leute von euch in dem großen Stream der Rocket Beans? Alle? Manche? Habt ihr parallel gestreamt? Seid ihr dann zurückgekommen hierhin? Habt ihr den anderen berichtet im Chat, wie es da aussieht? Wie war das? Das war teils. Also es waren noch ein paar bei uns, die gesagt haben, sie schauen jetzt mal kurz zu den Rocket Beans rüber. Ich habe eigentlich immer deine Perspektive mir angeschaut. Hab nur teilweise rübergeschaut, wenn halt eben gerade der Moderator über die Karte so geschwenkt ist teilweise. Ja, es ist unterschiedlich gewesen. Im Chat lese ich auch gerade, die meisten waren bei beiden Streams dabei. Ja, man muss dazu sagen, dass der Sound, den die Rocket Beans übertragen haben, wesentlich besser war dieses Mal. Es war leider auch ein kleines Soundproblem dabei. Du warst sehr, sehr laut, der Rest war sehr, sehr leise. Bei mir oder bei denen im Stream? Bei dir. Du warst etwas lauter wie die anderen, aber wie gesagt, das hat man dann hinbekommen, wenn man quasi beide Streams offen gehabt hat. Okay. Ja, Leute, was macht ihr mit dem angebrochenen Abend? Jetzt haben wir 10 nach 10. Sollen wir noch eine Stunde lang irgendwas anderes zocken? Hättet ihr Lust drauf? Würde euch das Spaß machen? Soll man ein bisschen Ziff spielen? Einfach nur so eine Partie starten auf Prinzen mit Matzo Mannix, mit Punisher zusammen. Ein paar Runden uns durchspielen, ein bisschen miteinander schnattern. Einfach nur so, just for fun. Einmal Spiel erstellen. Und wenn ihr mit einem zufälligen Anführer, Kartengröße machen wir mal ein bisschen kleiner. Kontinent oder Pangea? Ruft mir was zu. Oder was man immer machen kann, das finde ich ja, also ich liebe ja Fraktal so gerne, Matzo Mannix, weil man nie genau weiß, was da passiert. Finde ich auch sehr, sehr cool, weil da alles Mögliche durchgemischt sein kann. Das Kartenskript Mission wurde sich auch ein paar Mal gewünscht. Was da passiert, ihr Lieben, ist tatsächlich, dass man dann ein zufälliges Kartenskript auswählt, also eins der anderen, zum Beispiel Fraktal ausgewählt wird oder Kontinente ausgewählt wird. Aber es ist nicht so, dass dann die Kartenskripte untereinander nochmal zusammengemischt werden zu einem neuen, ganz, ganz zusätzlichen Kartenskript. So, da starten wir mal. Ich gehe mal bei der Katastrophenintensität eine Stufe rauf, das ist immer lustig.
Wenn es furchtbare Dinge gibt, es gefällt euch. Wahrscheinlich. Vulkanausbrüche, Überschwemmungen, was auch immer. Jetzt bin ich gespannt. Wen bekommen wir? Wen erwischen wir? Von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten... Das ist ja nicht zu fassen. Ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Soll dieser, will dieser Spiel damit etwas sagen, lieber WB? Na, das frage ich mich gerade auch. Ausblicken und das Volk des Güten führen. In großen Epen wird man die Geschichte der Reiter erzählen, die durch die Steppen stürmen und in jeder Schlacht an vorderster Front kämpfen. Sie werden euch finden. Reitet weiter, wilde Königin, auf das... Ich bin eine wilde Königin! ...Feinde vor euch fallen. Reitet weiter, wilde Königin WB, auf dass eure Freunde euch ergeben sind und eure Feinde vor euch fallen. Ja, das höre ich selten im Real Life, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich aber cool. Ganz kleinen Moment, ich muss nur eine Datei noch aufrufen, dann können wir loslegen. Da ist sie. Ist irgendwas da hinten, ist sie? Augenblick. Kleiner Monitor wechseln und dann geht's schon zur Sache. So, wir spielen die Sküten. Warum ich eben so gegackert habe? Das ist die Dame, die eben in deren mit einer Rüstung bewappneten in den Körper, der mit einer Rüstung gewappnet ist und mit einem schweren Schwert umgürtet ist, in diesen Körper ist er eben Budi von den Bohnen geschlüpft. Er hat Tomyris gespielt, war direkt unterhalb von mir im Süden. Und jetzt seht ihr auch, warum der so viele Kavallerieeinheiten hat, denn die Skythen bekommen immer dann, wenn sie eine leichte Kavallerieeinheit produzieren oder einen Sakenbogenschützen, das ist ihre Spezialeinheit, auch auf Golden unterwegs, einen zweiten geschenkt. Und das ist schon sehr, sehr cool. Dieser zweite Eigenschaft, leichte Kavallerieeinheit, eine geschenkt, wenn man einen bekommt. Das ist quer durch alle Epochen immer sehr hilfreich. Und die zweite Eigenschaft ist halt dann cool, solange der berittene Baken Sakenbogenschütze auch Sinn macht. Das ist, glaube ich, ab der Klassik, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und genau, ab der Klassik, 4 Fortbewegungspunkte, Reichweite nur 1, aber immerhin Fernkampf auf Pferden, das gibt es selten. Und dann hat sie noch die Eigenschaft Schlechter von Kyros. Und das bedeutet, wenn sie eine Einheit angreift mit ihren Truppen, die schon verwundet ist, also nicht mehr 100% der Trefferpunkte hat, da muss nur ein Trefferpünktlein fehlen. Ein Trefferpunkt muss fehlen. Wenn wir einen Feind eingreifen, nur 99 Trefferpunkte hat, haben wir beim zweiten Angriff 5 Kampfstärke mehr. Das tut weh und das macht Aua. Und wenn wir selber mit einer unserer Einheiten, die schon verwundet ist, jemand anders killen, kriegen wir 30 Trefferpunkte Heilung drauf. Bis zu steht deshalb hier, weil wenn wir nur 80 haben, werden auch nur 20 geheilt. 100 ist ja das Limit. Und dann haben wir noch Kurgan als einzigartige Modernisierung. Das bringt Glauben und Gold und extra Glauben für jede Weide, die anbei ist. Auf Hügeln kann der Kurgan nicht gebaut werden, aber sonst aller Orten. Das heißt, man kann damit auf Geld und auf Glauben vor allem gehen. So heißt diese Modernisierung der Sküten. Und jetzt bin ich gespannt, wo wir landen. Hier landen wir. Mittendrin. Und wir haben wir Bonusressourcen? Ja, wir haben hier einen Steinbruch, einmal Seide, noch eine Luxusressource Seide hier oben. Bonusressource da vorne. Wir gehen mal ein bisschen erkunden. Das ist die Übersicht mit dem Trinkwasser. Überall da alles gut. Dann rennen wir ein kleines Stückchen Richtung hier lang und gucken, ob wir noch schöne andere Dinge aufdecken. Und stellen fest, dass ja, da ist ein Bonusdorf hier oben. Was cool ist, ist der Berg hier. Das ist schön, da kann man drumherum Bezirke bauen, das ist immer fein. Luxusressourcen gibt es auch. Ich finde, das kann man machen. Oder man geht eins weiter weg. Noch in welche Richtung? In keine. Doch hier würde man den Wald, wir könnten hier hingehen zum Beispiel. Dann hätten wir die Bonusressourcen immer noch hier. Urala ist der Fluss und hätten hier ein gutes Startfeld und wären ein bisschen dichter dran am Dschungel. Mit Dschungel startet man in der Regel auch ganz gut. Lass uns das mal machen. Wir ziehen mal eins weiter hier runter, hier hin und holen uns dann hier die erste Stadt. Pokrovka. Und nachdem ich es mir eben erlaubt habe, für unser Geburtstagskind Marcel
eine Stadt zu bauen und die gleich danach an die Feinde zu verlieren. Nun habe ich echt was wieder gut zu machen. Das ist mir so peinlich, Leute. Die Stadt wird nochmal Marcel genannt. Das ist mir so peinlich. Das ist ja, so kann ja doch kein Geburtstagsbegehen. Marcel, Geburtstagskind Marcel. So heißt die Stadt hier. Den Bürger stecken wir wohin? Der kommt hierhin. Dann haben wir in 5 Runden den nächsten und stellen als Bauprojekt rein einen Späher und ein Monument. Und dann geht es schon weiter zur Sache. Wählen als Forschung. Für Seide braucht man Bewässerung, Plantagen, Steinbruch hier, Steinbruch da. Hier oben Weizen, Bonusressource, Weiden. Kann man vieles begründen. Mit den Steinbrüchen. Vielleicht immer sogar Glück und kriegen Stonehenge gebaut, weil wir doch hier einen Steinbruch haben. Das könnten wir mal versuchen. Wir gehen hier hin und könnten auf die Astrologie gleich gehen oder gucken, wo Pferde sind. Das lässt sich auch begründen. Das Naturwunder finden wir wahrscheinlich auch so. Kann man alles machen. Noch haben wir ja gar keinen. Wir machen das hier mal. Ich will wissen, wo Pferde sind. Erstmal Pferde und dann wahrscheinlich Astrologie. Denn die Pferdchen brauchen wir als Sküten. Ich zeige euch die Sküten nochmal hier vorne in der Zivilopädie und wir schauen uns deren Spezialeinheit an, den Sakenbogenschützen. Das ist Tomyris Spezialeinheit. Und er braucht keine Pferde. Produktionskosten 100, 2 Gold Unterhalt. Bogen, er braucht keine Pferde. Okay, das ist fein. Die leichten Kavallerieeinheiten bräuchten aber Pferde. Jetzt ziehen wir Richtung zu dem Bonusdorf hin. Eine Runde weiter. The Eclipse, danke dir. Ein Jahr Abo. Liebe Grüße an The Eclipse. Ganz liebe Grüße. Und danke auch fürs Cheeren an York, Yorkson. Das ist sehr lieb. Das werte ich als mal ein. Weiter so, WB. Das finde ich sehr, sehr lieb, ernsthaft. Wir holen uns das Bonusdorf und bekommen 226 Gold. Das ist fein. Das ist nicht sensationell, aber ganz okay. Klicken nochmal eine Runde weiter. An meiner Seite, hört mal die zarten Stimmen. Das sind unsere Chatmods. Das sind Punisher und Matsumanix. Hallihallo, schönen guten Abend. Hallo zusammen, viele Grüße. Und diejenigen, die neu dabei sind, wissen ab jetzt auch, dass ich meistens die Chatmods auch mit ans Mikrofon hole. Die reden nicht immer mit, aber doch sehr oft. Und hier sind Stadtstaat. Das heißt, wir könnten ja einen Gratis-Gesandten bekommen, falls wir die Ersten sind, die den kennenlernen. Und genau so ist es auch. Das bedeutet, dass wir sofort auch etwas mehr Wissenschaft bekommen, nämlich einen Gratis-Wissenschaftspunkt. Schon einmal statt 2,5 sogar stolze 3,5. Das ist sehr fein. Großen Händler hinschicken, gibt einen weiteren Gesandten. Und nochmal eine Runde weiter. Ob ich den Titel ändern kann vom Twitch-Stream? Sehr gerne. Das ist eine gute Idee. Den ändere ich mal um in... Writing Bull spielt Civilization 6 mit den Sküten. Okay. Alles klar. So, und da geht's hier weiter. Mit den Sküten kann man sehr böse sein, Darod, hast du recht. Wo sind weitere Bonusdörfer? Hier haben wir auf jeden Fall mehr entdeckt. Das sieht alles kalt hier aus und mäßig spannend. Ich glaube, wir ziehen die Küste hier mal weiter lang. Eine Runde weiter, noch mehr Pferde. Pardon, noch mehr Steine. Das ist unser erster Späher. Hier bleiben wir im Dschungel hängen, da können wir die Bewegungsvorteile des Speers gar nicht ausnutzen. Ziehen mal hier lang. Oh, Schokolade, wie lecker. Ziehen mal... Hier fängt die Dschungelzone an. Der zweite Bürger ist da in Marcel. Und... Wir könnten entweder auf mehr Produktion gehen, auf Kultur, oder wir könnten gehen auf noch mehr... Danach stellen wir schon mal einen Handwerker ein. Nach dem Monument. Das ist der nächste Schritt. Und er könnte dann ja Bauernhöfe bauen und so weiter. Und ich hoffe mal, dass das Territorium da oben gleich dazukommt. Das wäre sehr hilfreich. Mhm. Wir gehen mal auf den nächsten Bürger. Lassen den Kulturpunkt weg, obwohl dann dauert das lange mit der Gesetzgebung. Wir lassen mal so, wie es ist.
Eine Runde weiter. Ziehen hier hinten lang. Entdecken noch ein Bonusdorf. Das ist ja echt schön. Ziehen wir gleich drauf. Eine Runde weiter. Jetzt wissen wir gleich, wo Pferde sind. Das ist der Kurgan, den wir bauen können. Unsere einzigartige Modernisierung bringt uns Glauben und Gold. Und die sollte man neben Weiden bauen. Da ist der besonders effektiv. Und wir können Jagdlager errichten. Einmal hier drauf und... Was soll bekommen? Einen Gesandten in einem Stadtstaat unserer Wahl. Den würde ich noch zurücklassen, denn der zweite bringt uns hier noch nichts. Aber das ist schön. Nächste Forschung, die wir uns holen. Ich finde, wir können durchaus auf Stonehenge gehen. Bergbau, Stonehenge, Bogenschützen, rauskriegen, wo Eisen ist. Alles denkbar. Hier Stonehenge bauen, aber wir wollen nach dem Monument hier erstmal Handwerker. Naturwunder entdecken würde uns die Astrologie verkürzen und drei Punkte, drei Runden wahrscheinlich einsparen. Wir gehen erstmal hier hin und machen das mit dem Bergbau, denn der Bergbau macht uns ja, dass wir Steinbrüche bauen können. Das macht auf jeden Fall Sinn. Gehen wieder hier hin, ziehen hier ein Stückchen hier lang. Da sind Pferde. Die könnten wir gut anschließen. Eine Runde weiter. Tja, Daro schreibt, wow, dieser Start ist ja einfach die perfekte Entschädigung für den G8-Stream von heute. Macht echt, also das ist echt gut hier. Das sieht ganz solide aus, was wir hier erleben. Und hier, Maria, ist der langsam unterwegs. Das sieht schon nach Küste aus. Einmal hier rein, obwohl das... Oh, wir haben Glück. Schaut mal. Hier können wir gleich noch ein Bonusdorf holen und Luxusressource Wasserschildkröten. Sehr fein. Denn wie der Mensch, wenn er zur Vollkommenheit gelangt, das beste Lebewesen ist, so ist er ohne Gesetz und Recht auch das Schlimmste von allen. Gesetzgebung, Politik ändern und wir gehen rein, holen uns mehr Kampfstärke gegen Barbaren. Obwohl wir noch keine gesehen haben, gehen rein in mehr Glauben, damit wir auf jeden Fall gleich ein Pantheon gründen. Produktion ist ja okay, bestätigen das Ganze einmal. Und gehen entweder rein auf mehr Militär oder auf schneller Siedler bauen. Da wir auf Prinz spielen, gehe ich mal... Hier holen wir uns den Bonus 3 Geländefelder, modernisieren gleich mit dem Handwerker. Das heißt, wir gehen auf frühes Reich und von da weiter auf die Handwerkskunst. So können wir das machen. Hier geht es weiter Richtung Süden. Hier werden wir sehr ausgebremst. Also ich würde eher jetzt Richtung Osten weiter sich bewegen. Hierhin und dann übersetzen auf die andere Seite. Erst noch das Bonusdorf holen. Habe ich das gerade nicht gemacht? Ach, das gibt's ja gar nicht. Ich hätte das Bonusdorf vergessen zu holen. Ist das peinlich? Ja, jetzt ist schon weg. Jetzt muss man da wieder zurückziehen. Peinlich, peinlich. Das kommt aber, wenn der Tag ein bisschen länger schon war. Wie gesagt, die technische Vorbereitung heute beim G8-Gipfel, die begann für mich, dass ich da online war um wann? 11.30 Uhr, glaube ich. Jetzt haben wir 22.34 Uhr. Ein bisschen merke ich das schon. Obwohl ich jetzt so ein bisschen vor mich hinschnattern kann, wie ich klinge wahrscheinlich wie sonst auch, aber ich will nicht verhehlen, dass ich nicht mehr so frisch bin wie heute Morgen. Alles andere wäre auch sehr komisch. Das wäre auch sehr bizarr, wenn das so wäre. Dann hätte ich ja übermenschliche Fähigkeiten. Dafür hast du den lieben Kriegstreiber Mathematics, der hilft dir. Tja. Steinbruch gebaut und Mine, beziehungsweise erforscht. Jetzt gehen wir wieder hier hin. Setzen hier eine Runde aus, haben hier ein Barbarendorf entdeckt. Da nutzen wir den, um vielleicht frühzeitig den zu killen. Das könnte klappen. Wobei durch das Update, das es gerade gab, lieber Matzo Mannix, das Update von gestern Abend, haben wir, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es ist eine Sache ist genervt, also abgeschwächt worden, zu Ungunsten von uns in dieser taktischen Situation. Weißt du, was ich meine? Du spielst auf dem Vorteil der Nahkampfeinheiten gegen die Antikavallerie an, denke ich mal. Du bist so echt der totale Civ-Experte. Matzo Mannix, unser Community-Mitmoderator. Sehr, sehr cool. Magst du den Leuten mal erklären, während ich weiterziehe? Ja, wir sehen das nachher auch in der Kampfvorschau. Normalerweise haben wir, glaube ich, es waren, glaube ich, plus 10 Kampfstärke bekommen gegen Antikavallerieeinheiten. Und das ist jetzt abgeschwächt worden auf nur noch plus 5, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ganz genau, von 10 auf 5 runter, und das heißt, die ist nicht mehr so leicht zu knacken. Erstaunlich.
erstaunlich, ne, dass so spät im Spiel so eine gravierende Änderung noch vorgenommen wird und dass das nicht früher passiert ist. Das verwundert mich schon ein bisschen, oder? Dass man das nicht früher gemacht hat. Da war ich auch sehr überrascht, dass man da jetzt nochmal an diese grundlegenden Kampfboni, die ja die verschiedenen Typen gegen untereinander haben, so nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip, dass die das nochmal angefasst haben. Aber offensichtlich war es notwendig. Liebe Leute im Chat, könnt ihr mir mal sagen, ob ihr die beiden Co-Moderatoren, eure Chat-Mods, ob die gut hören könnt? Sind sie laut wie ich oder soll ich die ein bisschen lauter machen? Ich kann das selber gerade nicht kontrollieren. Sagt mir bitte Bescheid. Ein ins Bonusdorf. Und wir bekommen Außenhandel. Genau den Boost, den wir gerade brauchen für das, was hier läuft. Besser geht's nicht. Ton passt, Lautstärke passt, alles gut. Das freut mich. So, jetzt haben wir hier kein gutes Verteidigungsfeld. Das ist uns aber sowas von Schnuppe. Und die stehen hier auf Flachland, ne? Nee, auf Wäldern. Das ist nicht so gut. Wie sieht's aus mit dem Zeitalterfortschritt? Alles im Lot. Zweiter Bürger hier, in einer Runde das Monument fertig. Eine Runde weiter. Die wollen eventuell die Barbaren auch killen. Jetzt greifen wir hier einmal an. Und schaut mal, wir hatten ja in weiser Voraussicht, dass man Ärger bekommen könnte mit Barbaren, uns diese Karte geholt. Plus 5 Kampfstärke gegen Barbaren und die hilft uns jetzt. Das ist ja nämlich echt ein Problem, weil der Speerkämpfer hat eigentlich eine höhere Basiskampfstärke als ein Krieger. Der Krieger, ist egal, hatte Matsumanix eben erklärt. Also es ist schon gut, dass wir den hier haben. Dass wir diese Regierungskarte haben. Auf jeden Fall ist es jetzt nicht mehr ganz so einfach, die Barbarendörfer früh im Spiel mal eben schnell einzunehmen. Ohne die starten oft mit Speerkämpfern. Das heißt, die Barbaren wurden dadurch indirekt quasi verbessert. Die heile ich einmal ein bisschen aus. Die eine teilt hier nicht. Barbaren können nicht heilen. Hier ist das Monument schon fertig jetzt. Und er bringt uns mehr Kultur. Nochmal eine Runde weiter. Das ist wohl der positive Aspekt. Außenhandel. Das heißt, wir könnten jetzt Handelsrouten machen. Und lassen, glaube ich, alles wie es ist. Gucken uns mal die Glaubenssituation an. ...16 Glauben brauchen wir für ein Pantheon. Wir haben derzeit 6. Das heißt, wir sammeln weiter Glaubenspunkte. Dafür ist ja der Gottkönig geeignet. Der Rest bleibt alles wie es ist. Und gehen jetzt hin zum frühen Reich. Bekommen dann unseren ersten Gouverneurstitel. Und die Möglichkeit, Siedler billiger bauen zu können. Den würde ich gerne noch einmal heilen lassen. Dass die Gefahr hin, dass hier eine zweite Einheit spawnt. Wir haben Glück, es ist nur ein Schiff. Es ist eine Quadrireme. Was macht eine Quadrireme, lieber Matsumanix? Ja, die fährt auf dem Wasser umher und die greift uns an Land an. Die hat nämlich auch eine Fährkampffähigkeit und kann eine Reichweite weit schießen. Die hat Bewegungspunkte, glaube ich, 3, ne? Weißt du das auswendig? Nee, das weiß ich auswendig leider nicht. Wir sollten sofort hier angreifen und danach abhauen. Das sind die Quadriremen. Fernkampfeinheiten einer Reichweite 3 Fortbewegungspunkte. Ziehen wir hier rüber und entdecken noch ein Bonusdorf. So muss es sein. Wir können wieder einen Gesandten schicken, das ist der von eben, und könnten den jetzt hier hinschicken, den haben wir neu aufgedeckt, eine Ayutthaya. Hier gibt es schon eine andere Ziff, die wir noch nicht kennen, die diesen Stadtstaat beeinflusst. Und der erste Gesandte, der zählt jetzt hier, bringt uns eine Kultur mehr. Und das machen wir auch, es sei denn, wir wären total scharf auf diese Suzerainpunkte. Oh, was für ein cooler Bonus. Wir holen uns auf jeden Fall das hier. Haben jetzt einen Kulturpunkt mehr. Da vorne zieht ein Speer hin, das ist nicht so schön. Ziehen hier einmal rein und bekommen ein Heureka für die Bronzeverarbeitung. Oh, das ist auch nicht schön. Und entdecken gute Barbaren, nämlich einen berittenen Barbaren-Bogenschützen.
und hier noch ein Speerkämpfer. Immer im Hinterkopf behalten, wir spielen die Skythen, also Pferde sich zu holen wäre nicht schlecht. Hier unten siedeln vielleicht, den Fluss Richtung Norden weiß ich nicht, aber hier sollten wir demnächst, sobald das frühe Reich erforscht ist und diese Produktionsbeschleunigungskarte drin ist, noch ein, auf jeden Fall etwas machen. Nochmal angreifen ist riskant. Wenn wir dann einmal beschossen werden, sind wir tot. Jetzt müssen wir ein bisschen spekulieren. Ich bleibe an Ort und Stelle, das ist riskant, und sage, wir heilen hier. Wenn wir Pech haben, greift uns das Schiff an. Dann haben wir echt ein Problem. Müssen wir uns mal angucken. Der zweite Bürger ist mittlerweile hier. Verteilung ist immer noch so wie gehabt. Und der Handwerker ist in zwei Runden fertig. Der kann dann auch für mehr Nahrung sorgen. Deshalb setze ich nicht auf den dritten Bürger, sondern auf mehr Produktion. Andere würden das anders machen. Liebe Leute, alle, die ein bisschen später gekommen sind. Jetzt werden wir angegriffen von den Briten, barbaren Bogenschützen. Wir spielen, wie ihr es mitkriegt, Civ 6 nur auf Prinz, sonst immer auf Gottheit. Oh, wir haben es geschafft. Das war cool. Und jetzt können wir reingehen und uns das hier holen, weil der G8-Gipfel der Rocket Beans vorzeitig geendet ist, weil es zunehmend in den letzten Stunden technische Probleme gab. Leider, der soll wohl mit einer Neuauflage demnächst nochmal kommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und stattdessen wollen wir jetzt als Absacker für diesen Abend noch eine Runde Civ spielen. Wir spielen ja ganz viel Civilization. Ich muss mal, Punisher, magst du mal zwischendurch gucken in unseren Terminplan? Ich habe so im Kopf, dass wir, heute ist Freitag, dass wir morgen... Normalerweise streamen wir samstags immer Anno 1800 ab 19 Uhr. Morgen machen wir das anders. Morgen spielen wir Humankind. Das ist der 4X-Herausforderer, ein Civilization-ähnliches, aber auch anderes Spiel von französischen Entwicklern. Da haben wir morgen Preview-Streams, machen Humankind gemeinsam. Das ist ein sehr, sehr interessantes Spiel, wo man mal eine Civilization-Variante, wo man die Spielprinzipien mal auf ganz anders erlebt. Preview-Stream morgen hier ab 19 Uhr. Und am Sonntag spielen wir dann wieder Civ. Und zwar Matsumanix und ich gemeinsam spielen mit euch das Let's Play mit den Galliern auf Gottheit. Setzen wir, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann fort ab 19 Uhr. Und die weiteren Termine gucken wir dann. Vielleicht mache ich auch Sonntag früh, ja? Ja, 19 Uhr bzw. 19:30 Uhr hast du reingeschaut, Daniel, das stimmt. Genau, 19 Uhr treffen wir uns immer und ein bisschen vorgeplänkel. Ab 19:30 Uhr geht es dann richtig los. Einmal hier rein, 33 Gold bekommen, 3 Zeitalterpunkte für uns. Weil dieses Barbarendorf echt in der Nähe unserer Stadt lag, deshalb besonders viele. Die werden uns gleich angreifen, das sollten wir allerdings überleben können. Wir stehen auch im Wald, der schützt uns und dann können wir abhauen. Das ist ein bisschen doofer. Hier sind viele Barbarendörfer um die Nähe. Das heißt, wir sollten demnächst hier auch mal beginnen, Einheiten zu bauen. Wir können im Augenblick nicht mehr wechseln. Aber im Augenblick bauen wir erst den Siedler zu Ende, den Handwerker zu Ende. Hier müssen wir abhauen, also das macht gar keinen Sinn. Macht keinen Sinn, kann man nicht sagen, aber der ist schnell. Wir sind nicht kampflos, wir sind nicht schutzlos. Aber den anzugreifen wäre riskant. Er greift aber sonst unsere Stadt an. Aber der steht auf gutem Defensivgrund. Uns fehlen nur 2 XP. Wenn wir den angreifen, können wir heilen, aber er wird uns zweimal beschießen. Der Grund ist nicht gut. Aber wir stehen auf gutem Defensivgrund. Wir stehen auf Hügel mit Regenwald. Angreifen oder wegziehen. Ich würde eher wegziehen, sagen, deshalb mal zu Mannix, weil ich uns zwar nicht als chancenlos betrachte, aber eigentlich wollen wir mit der Einheit ja scouten und nicht kämpfen. Wie siehst du das? Wir könnten auch einmal auf Verschanzen klicken und uns angreifen lassen, sodass wir, das würden wir überleben, und dann die Erfahrung haben und dann wegziehen. Ja, aber wenn wir auf die Erfahrung sammeln und dann aber ab und mit den verlorenen Punkten trotzdem weiterziehen und hoffen, dass er uns nicht einholt. Das auch, man weiß nicht, wo wir hinziehen. Also so würde uns ja, so oder so würde, also die Position bleibt ja gleich, ne? Also er würde entweder jetzt oder eine Runde später uns hinterherziehen, ne? Wenn er uns angreift, kriegen wir auch 2 XP, ne? Mhm. Und wir hätten halt selbst keinen Schaden durch unseren eigenen Angriff. Aber wir hätten ihn schon mal geschwächt. Ach so, ja. Das Verschanzen bringt plus 5. Das ist schon ein nennenswerter Unterschied. Dann hätten wir statt 13 gegen 13, 13 gegen 8.
Das ist also das, so eine Strategie habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, so eine Taktik. Bin mal sehr gespannt. Drei Erfahrungspunkte sogar bekommen. Forschung abgeschlossen. Stonehenge baubar. Großer Prophet, Religion gründen. Heilige Städte gründbar. Schreine drauf und so weiter. Und jetzt haben wir. Jetzt haben wir die Möglichkeit, uns zu befördern und dann zu heilen, aber wir ziehen erstmal weg. Die weiteren XP sind nicht mehr so dick. Jetzt ist die Frage, wohin ziehen wir und wo kann er uns sehen? Es geht auch um Sichtbarkeit. Erreichen kann er uns auf jeden Fall. Wird er uns folgen? Wir können in die Stadt rein. War eine schwere Entscheidung. Also die Barbaren, da jetzt im Südosten unserer Stadt. Ich glaube, die haben unsere Stadt noch nicht aufgedeckt. Da kam noch kein Speer von denen zu uns, der petzen gegangen ist. Deshalb würde ich jetzt nicht unbedingt den zu unserer Stadt lotsen. Mhm. So, und der Handwerker konnte vom Speer geschnappt werden. Wir können Kurgan bauen. Und wir können erstmal nur hier hinten die Weizenressource uns holen. Wir könnten zu früh geplündert werden. Ich würde erstmal sagen, dass wir Geld ausgeben, um die Regierungsform zu wechseln. 15 Gold und dann Militäreinheiten schneller bauen. Die Marineeinheiten. Mist, wir haben die Schiffskarte haben wir drin. Das heißt, wir müssten hier in der Forschung wechseln vom frühen Reich auf die Handwerkskunst. Und dann könnten wir schneller Militäreinheiten bauen. Und die erste Militäreinheit hier würde wie lange dauern? Auch nur 3 Runden. Und könnten wir zumindest mit dem Schleuderschützen und Schützen. Krieger 4. Wie teuer wäre es, alles zu kaufen? Gute Idee. Billig, 90 Gold. Ein Schleuderschützen für 90 Gold, ein Krieger für 100. Ich glaube, ich würde, wenn wir den Bogenschützen schneller bekommen wollen, müssen wir mit dem Schleuderschützen einmal siegen. Ich kaufe mal einen Schleuderschützen. Dann gehen wir hier hin und bauen jetzt Stonehenge oder die Heilige Stätte. Wir bauen einen Krieger, der dann auch in 4 Runden fertig ist. Und, ach nee, wir haben ja hier einen. Der zieht hier hinten hin. Und durch das frühe Reich bekommen wir den Siedler. Und dadurch die 3 Geländefelder. Das ist der dann früher fertig. Siedler bauen wir oder Militäreinheiten? Wir gehen mal auf Siedler. Wir gehen hier in 4 Runden Krieger fertig, und hier der Sküten, Schleuderschütze, und danach packen wir den Siedler rein. In der Reihenfolge. Und dann gucken wir uns um, dann schauen wir uns Stonehenge an. Nächste Forschung nach der Astrologie. Wenn wir Glück haben, den Bogenschützen oder wissen, wo Steine ist, ist wichtig. Keramik. Stadtmauern. Wir gehen mal auf die Bronzeverarbeitung, da haben wir den Bonus, weil wir schon so viele Barbaren gekillt haben. Die sind hier, das ist die Beförderung, die können wir uns jetzt noch nicht holen. Mit dem Handwerker setzen wir im Moment neben Weiden bringt der Kurgan 2 Glauben für jede angrenzende Weide und 1 Gold. Weiden können wir hier gar keine bauen. Hier hinten erst. Hier, das macht alles keinen Sinn. Ich würde den hier erstmal eine Runde aussetzen lassen und dann gucken wir mit dem, wie es hier weitergeht. Was machen die hier? Ziehen uns hinterher, aber bleiben auf offenem Terrain. Das ist gut für uns. Naturkatastrophe, eine extreme Dürre. Die Sonne brennt gnadenlos auf uns nieder. Und jetzt können wir mit ihm abhauen oder jetzt befördern wir uns und wir gehen auf schnellere Fortbewegung. Auf Hügeln gehe ich normalerweise. Dann könnten wir auch schnell abhauen. Hügel sind ja sicher überall. Und dafür ziehen wir aber erstmal 2 Felder weg. Wenn wir Glück haben,
dann wird er uns hinter dem Wald nicht sehen, ne? Die Frage ist, ob die uns gemeinsam sehen, damit wir da befördern können. Was meinst du, Matze? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Barbaren, ich kann mir schon vorstellen, dass sie geteilte Sichtbarkeit haben. Ich glaube, der Speer sieht dich da. Also die hätten wir aber auf jeder Seite. Wir experimentieren mal. Wir bleiben mal hier. Und gehen jetzt auf die Beförderung. Guck mal, was passiert. So, und jetzt können wir hier, die haben Ärger hier oben. Der kann sich auch befördern. Und mit ihm können wir jetzt beginnen, runterzuziehen, raufzuziehen. Einmal hierhin. Das wäre der Kurgan, ein Gold, ein Glauben. Hier oben hin, mit ihm geht es dahin. Und eine Runde weiter. Der ist auf Prinz. Muss ich ein bisschen nachdenken. Ansonsten machen wir das Spiel einfach keinen Spaß, Matze. Also jetzt sagen, komm, wir klicken und schnell durch, weil das ist jetzt mal nicht Gottheit, ich weiß nicht. Das wäre irgendwie nicht mein Ding. Naturwunder entdeckt. Sonnenaufgang, ein Funkeln aus grünem und goldenem Staunen in einem enormen Bauwerk aus Stein und Raum. Naturwunder entdeckt, Josemite Valley. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ein Naturwunder. Und es ist bei uns... Er hat uns nicht gesehen. Er greift andere an. Das sieht so aus, als wäre das der Scout der Griechen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ein griechischer Scout könnte das sein. Mal gucken, ob das stimmt. Und jetzt wiederum können wir ihn angreifen oder abhauen. Wir gehen immer der Reihe nach vor. Wir haben... Das Naturwunder entdeckt, ein Zeitalterpunkt. Und das war wo? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Siehst du das? Das war bei einem der Stadtstaaten. Ich glaube, es ist bei Antananarivo im Nordosten. Ayutthaya? Ach, da hier hinten. Ach, weil wir den Stadtstaat kennengelernt haben. Und die sind hier daneben. Und es bringt Gold, Nahrung und Wissenschaft für angrenzende Geländerfelder. Und hier... haben andere die ersten Gesandten abgegriffen und hier hätten wir noch mehr Kultur. Okay. So, jetzt gehen wir wieder hier hin. Das ist die Frage, ihn, also das weitere Töten bringt kaum XP. Wir könnten ihn töten, aber der hat Probleme mit den Griechen und ich finde es okay, wenn der Grieche sterben würde, entschuldigt bitte, weil dann würde er uns nicht mehr alles wegplündern. Wir ziehen einmal hier links lang. Wir können über Hügel schneller ziehen und können auch weiter gucken. Und das nutzen wir. Wir können ganz weit Ausschau halten. Und hier wird jetzt der erste Bauernhof gebaut. Heureka für die Bewässerung ist da. Da oben ist er. Und wieder eine Runde weiter. Marcel gleich der nächste Bürger. Genau, im Chat wird darüber diskutiert, was die Schwierigkeitsgrade bedeuten. Prinz, lieber Matze, meinst du, ist der Standardschwierigkeitsgrad. Magst du mal den Leuten, die das Spiel nicht so gut kennen, erklären, was es bedeutet? Ja, also auf dem Standardschwierigkeitsgrad Prinz haben wir weder Vorteile noch die KI-Nachteile. Und es ist so, bei den leichteren Schwierigkeitsgraden, also sowas wie Siedler oder Häuptling, da hat dann die KI tatsächlich ein paar Nachteile. Während die KI deutliche Vorteile bekommt auf den höheren Schwierigkeitsgraden, sowas wie Unsterblicher oder Gottheit, wo die dann automatisch zusätzliche Siedler bekommen, sobald die ihre erste Stadt gegründet haben und auch schon mit einer größeren Armee anfangen und pauschale Boni bekommen auf ihre Geländefeldererträge. Falls wir Stonehenge bauen würden, müsste das sein, neben einem Steinvorkommen. Ansonsten kann man es sich gründen neben Steinen und auf Flachland. Heilige Städte ging natürlich auch. Das sind diese beiden hier neben dem hier. Das geht nicht. Das ist kein Flachland und das müssten wir uns kaufen. Das heißt, das hier könnte ein guter Standort zum Beispiel sein. Ich mache es schon mal in Pim rein. Jetzt darf ich das ja. Bei Multiplayer-Partien, wie wir eben gehört haben, ist das oft nicht so gut. Und das Weltwunder Stonehenge ist das hier. Da kommt der Pim rein. Und daneben kann man dann später vielleicht einen Kulturdistrikt setzen. Hierhin zum Beispiel.
weil das profitiert von einem Weltwunder ganz schön. Ein Theaterplatz, der würde davon, ich glaube, 2 Kultur mehr bekommen. Ja, wenn alles klappt. Aber wir wollen natürlich auch erstmal mehr Städte holen. Das heißt, nach dem Krieger ist erstmal der Siedler dran. In 2 Runden können wir wechseln. Gehen hier wieder hin. Und das nächste Feld, das mutmaßlich dazukommt, ist das Steinvorkommen hier unten. Und eines der beiden können wir auf jeden Fall schon mal anschließen. So, der kann über Hügel laufen. Kann da weit gucken. Und hat auch eine gute Verteidigung. Und wir treffen niemanden. Wir treffen den Zar Peter. Ein kultiviertes Oberhaupt wie ihr genießt sicher die edleren Dinge des Lebens. Interessiert ihr euch auch für Kunst? Ja, durchaus. Für die Kunst von Computerspielen zum Beispiel. Ein Prosit auf alle Let's Player und ihre Zuschauer und auf alle Leute, die so schöne Spiele wie Civ 6 gerne spielen. Ich wünsche euch was. Einen schönen Abend. Schön, dass ihr hingefunden habt. Das Nachprogramm nach dem Civ G8-Gipfel. Wir wollen noch ein bisschen entspannt auf Prinz zocken, nachdem der G8-Gipfel ein bisschen früher geendet hat, aufgrund von technischen Problemen und mutmaßlich, nicht sicher, aber mutmaßlich nochmal neu angesetzt wird. Eine Ehre, euch kennenzulernen, sagen wir Peter und sage ich euch auch, falls ihr erneut da seid. Und die Leute, die im Chat bei euch rummoderieren, die könnt ihr auch hören. Das sind Punisher und Matsumanix, so klingen die beiden. Einen schönen guten Abend wünsche ich euch. Hallo zusammen, viele Grüße. Lehrer ihn kennenzulernen und er will uns seine Stadt zeigen und es ist cool, wir nehmen seine Gastfreundschaft in Anspruch und wissen jetzt, wo er liegt. Und wir können sogar 15 Gold einmalig ausgeben, um die, damit wir uns mit ihm gut stellen, vorausgesetzt, wir wollen uns mit ihm gut stellen. Werfen wir einen Blick in die Statistik, wo er so liegt. Wir sind hier, er ist knapp unter uns, alles andere ist eigentlich egal. Punisher, du spielst doch so gerne die Russen, hast du dich hier heimlich mit in das Spiel eingeklinkt? Bist du das in Wirklichkeit? Der lehnt unsere Delegation ab. Mats, hast du das schon mal erlebt in der ersten Runde? Ja, das scheint sich irgendwie geändert zu haben. Ne? Sonst haben Krass. Wir ja immer peinlichst drauf geachtet, dass wir immer schöne Delegationen schicken müssen. Irgendwie geht das nicht mehr. Sehr, sehr krass. Betrachte die Vergangenheit, die großen Veränderungen so vieler Reiche. Daraus kannst du auch die Zukunft vorhersehen. So, jetzt bekommen wir einen ersten Gesandten und ein Siedler entsteht hier und das nutzen wir für, wir verfolgen es. Wir lassen drin die Kampfstärke gegen Barbaren. Wir nehmen rein die Produktion für Siedler. Problem ist, dass wir dann die Glaubenspunkte verlieren und damit einen Pantheon nicht so schnell bekommen. Das könnten wir aber ausgleichen durch einen Kurgan, durch unser Spezialgebäude. Wir schauen mal, wie lange es dauern würde, regulär, bis wir einen Pantheon gegründet hätten. 16 Glauben brauchen wir, 14 haben wir. Das heißt, wir brauchen nur 2 Glaubenspunkte, mehr nicht. Da kann man schon mal einen Kurgan bauen, finde ich. Die Alternative wäre, 5 Runden lang darauf zu verzichten und den Siedler langsamer bauen zu können. Ach komm, wir machen das. Wir sammeln weiterhin Glaubenspunkte. Also dafür jetzt einen Kurgan extra bauen ohne Not. Es sei denn, wir würden sagen, Matsumanix, wir bekommen ja auch Zeitalterpunkte dafür. In 10 Runden endet mutmaßlich 10-11 Runden die Antike. Normales Zeitalter haben wir erreicht. Vom Goldenen sind wir so weit entfernt. Ich würde sagen, dass den Kurgan zu bauen und die Zeitalterpunkte abzugreifen, verschieben wir auf die nächste Epoche. Ja, können wir machen. Dann haben wir in der nächsten Epoche ein normales Zeitalter und können dann vielleicht in ein Goldenes danach starten. Das heißt, alles bleibt so, wie es ist. Hier bauen wir einen Steinbruch. Eureka für die Steinmetzkunst. Und hier wiederum, das war Eureka hierfür, für die Stadtmauern und so weiter. Bronzeverarbeitung, damit wir wissen, wo Eisen ist, das ist gut fürs Siedeln. In 8 Runden, hier vorne der Siedler,
Mit dem einzelnen Krieger könnten wir runterziehen und versuchen, es ja anzugreifen. Denn der Sakenbogenschützen ist ja weggezogen. Andererseits wiederum, wenn wir gleich siedeln wollen, dann sollte angesichts der schwierigen Barbarensituation ausnahmsweise mal der Siedler auch begleitet und bewacht werden. Mache ich selten, ist in dem Fall aber echt nötig. Und ich würde mit dem Ziehen entweder St. Petersburg entgegen, das finde ich ja aber ein bisschen dünn von den Ressourcen, oder alternativ hier in den Dschungel rein und hier irgendwo im Fluss, und das finde ich cooler. Hier unten reinsiedeln, reinziehen und mal gucken, was wir da finden. Das finde ich attraktiver. Das heißt, wir lassen ihn, er kann schon mal ein Stück vorziehen, finde ich, und unten schon mal gucken gehen. Habe ich das jetzt richtig gehört, Daniel? Du bewachst den Siedler? Das muss ich mir rot im Kalender anstreichen. Ja. Bin ich das überhaupt noch oder bin ich das nicht? Begleitetes Siedeln, so ist das. Betreutes Siedeln ist das hier. Erstens zieht er heute schneller als wie sonst. Zweitens bewacht er den Siedler. Was hast du mit unserem WW gemacht? Das ist einerseits der Schwierigkeitsgrad und andererseits, das ist der Einfluss von stundenlangen Multiplayer-Zocken, wo Leute einen die ganze Zeit hetzen. Dann zieht man schneller einfach. Was. Früher oder später holen wir uns die Russen. Die sind uns zu dicht auf der Pelle. Das geht ja gar nicht, was die hier machen. Eine Runde weiter. Außerdem haben die unser Geld abgelehnt. Das geht gar nicht. Wir spielen auf schneller Spielgeschwindigkeit. Im Chat wurde gefragt, warum hier zum Beispiel die Delegationskosten 15 und nicht 25 Gold gewesen wären. Das ist der Grund. Danke an Basti fürs Cheeren. Hallo Basti. Liebe Grüße. Old School. Danke dir für dein Abo. Zum 8. Mal abonniert, danke an Old School. Ganz liebe Grüße an dich. The Eclipse, ganz freundlich, sehr, sehr lieb, was du schreibst. Ganz, ganz zauberhaft. Danke dir auch, auch dir. Ein Jahr schon her. Hier ziehen wir die Hügel entlang und schnell weiter. Oh, das ist gut. Den schnappen wir uns, das Bürschlein. Einfach so, weil wir es können. Und mit dem hier ein Stückchen weiter. Na, ich denke mittlerweile, wir können mit den beiden vorziehen und das Barbarencamp aufmischen. Aber es kam auch ein Scout, ein barbarischer Scout von hier. Es kann gut sein, dass hier auch ein Barbarenlager ist. Wir wissen es aber nicht sicher. Wir pokern mal ein bisschen. Gehen mal gucken. Da ist der dritte Bürger. Der braucht 8 Runden, der Siedler nur 4. Und das korrigieren wir noch ein bisschen. Kultur haben wir eigentlich genug und gehen noch etwas. Hier oben müssen wir natürlich hin. Warum wird denn das Feld nicht genutzt? So, das ist doch viel cooler. Jetzt hätten wir 8 und 6. Na, ich will den Bürger auf jeden Fall fertig haben, auch wenn er schnell danach neu ist. Wir verzichten mal auf den einen Kulturpunkt, mal testweise und gucken, was passiert. Das kann man machen. Ja, Red Scavenger schreibt im Chat, heute bewacht WB Siedler und morgen, wenn es so weitergeht, schwurbelt er mit absurden Theorien durchs Web. Ah, das wäre echt, könnte echt sein, könnte passieren. Ich versuche das nicht. Schön, hier will ich unbedingt siedeln gleich. Der macht hier erstmal ein Nickerchen. Dort ein bisschen scouten. Bei Hügel sind wir fix unterwegs. Was ist das? Salz, noch ein Luxusgut. Eine Runde weiter. Oh, wir könnten den Gouverneur einsetzen. Das haben wir die ganze Zeit versaubeutelt und verpasst. Da haben wir uns gar nicht drum gekümmert. So, wen holen wir uns? Armani, um irgendwo sofort Suzerän zu sein. Da war ein Suzerän-Bonus, der gefiel mir richtig gut, Matze. Das war einer der beiden kulturellen. Hier oben, wenn wir Gebäude fertigstellen, bekommen wir 10, die Kultur davon in Höhe von 10% der Baukosten. Suzerän in Atuya, das ist schon ein cooler Bonus. Das wäre direkt hier unten. Das könnte ich mir gut vorstellen. Wir würden laufend ein bisschen Kultur dazu bekommen.
Alternativen, wir haben drei Bürger hier, wäre der Klassiker, dass wir uns Pingala holen oder natürlich Magnus. Magnus, die Stadt, die Hauptstadt ist nicht sehr bevölkerungsreich, damit bei zwei Beförderungen der Bürgerpunkt nicht verloren geht, wenn man einen Siedler baut. Alternative Pingala, um mit drei Beförderungen hier ganz viel Erträge zu holen. Alles ist begründbar, alles kann man machen. Wann kommt denn der zweite Gouverneurstitel? Der kommt bald mit dem Staatsdienertum. Das heißt, der ist in 13 Runden da. Wenn wir einen Spezialbezirk fertig gebaut haben, noch früher. Das heißt, das mit dem Siedler könnten wir relativ schnell machen, mit Magnus. Das heißt, hier dazwischen schieben, nach dem Siedler, erstmal Stonehenge zum Beispiel, oder Krieger rübergehen, St. Petersburg einnehmen. Das können wir auch machen. So, und die brachiale Strategie wählen. Die Karte dafür bekommen wir in 3 Runden. Auf Religion erstmal verzichten. Hat man einen guten Platz für eine heilige Stätte? Geht so. Hier 2. Was würdest du machen? Geht beides, ne? Rüberzählen, brutale Gewalt. Ja, also es ist absolut beides vertretbar. Ich weiß jetzt nicht, ob Punisher ein bisschen traurig wäre, wenn wir seine Lieblings-Ziff von zu Spielstart angreifen jetzt direkt. Ach, ich muss dazu sagen, der liebe Peter wird sich doch gerne in unser Reich integrieren, oder? Na, das glaube ich auch. Dann gehen wir total auf Militär. Den einen Siedler ziehen wir zu Ende, der zieht hier hin, das ist eine coole Sache, aber danach heißt es Militär, Militär, Militär. Und dafür wiederum brauchen wir dann nicht den Siedler, Gouverneur, also den Herrn Magnus, denn erstmal werden ja keine Siedler gebaut, sondern stattdessen nehmen wir Pingala, denn die Stadt hier wird ja weiter wachsen. Das heißt, einmal Pingala holen, einmal Pingala bestätigen, einmal Pingala einsetzen in Marcel. Auf die Truppen und Armani verzichten wir. Erstmal Handelsdelegation nehmen wir an. Und da ist unser Pantheon. So, was nehmen wir? Was hätten wir gerne? Ist der Gratis-Siedler noch da? Mit dem macht man nie was falsch. Der scheint schon weg zu sein. Mehr Glauben durch Steinbrüche. Wir haben mindestens 2 Steinbrüche hier. Das wäre möglich. Göttin des Flusses, heilige Stätte, mehr Annehmlichkeit, mehr Wohnraum. Militäreinheiten produzieren wir auch so schnell. Der gratis Handwerker. Und eventuell Glauben von Geländefeldern mit atemberaubender Anziehungskraft, Göttin der Erde. Das checken wir mal. Gehen in die Übersicht für die Anziehungskraft rein. Das ist diese hier und stellen fest, hier, je dunkelgrüner, desto anziehungskräftiger. In Marcel ist wenig los und hier auch wenig. Das ist wegen des Dschungels, der macht viel kaputt und rund um Gütersloh. Um St. Petersburg. Wie komme ich denn auf Gütersloh? Wahrscheinlich, weil ich denke, St. Petersburg kennt doch kein Schwein. Das ist ja wie Bielefeld und dann komme ich auf Gütersloh. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht wie. Wie komme ich denn auf Gütersloh in Westfalen? Die meisten werden doch gar nicht wissen, was Gütersloh ist, oder? Black Wolf, liebe Grüße an dich. Danke dir fürs Cheeren an Black Wolf, an unseren schwarzen Wolf. Ganz liebe Grüße. Rund um Gütersloh ist es auch nicht anziehend, mein Zugucker. Also Anziehungskraft haut uns hier nicht vom Hocker. Lange Rede, kurzer Sinn. Haben wir noch mehr Steinbrüche hier in der Nähe? Also mehr drei Steinvorkommen hier. Und alle hier innerhalb des Gebietes hier. Das wird uns sofort jede Menge bringen, die werden wir auch benutzen. Also das finde ich, damit macht man nichts falsch. Und hier entsteht, nee, die Ampulie mit Barbaren. Also das könnte ich mir vorstellen. Mehr Glauben durch Steinbrüche. Was meinst du? Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Kriegen wir mehr Glauben von. Mir fällt jetzt tatsächlich spontan nicht groß was Besseres ein, womit ich dich überzeugen könnte, muss ich ehrlich sagen. Einmal Steinkreise. Es war für uns beide ein langer Tag. Du hast im Chat moderiert während des G8-Gipfels. Ich habe gezockt. Wir beide sind nicht mehr die Allerfrischesten. Fehler können passieren. Immer und heute noch ein bisschen mehr. Wir machen so ganz entspannt hier so ein bisschen weiter Sift zocken, weil der G8-Gipfel ein bisschen früher geendet ist. Wir spielen auf Prinz, wir spielen mit Tumyrus und den Sküten und ich ziehe ein bisschen schneller als sonst. So, mit denen wollen wir hier gleich rüber. Barbarenlager könnten wir uns allerdings in Ruhe aufleveln.
Gehen hier schon mal rüber. Weiter alles aufdecken und gucken, was da ist. Den schnappen wir uns. Willkommen nach Regendürre. Futsch, Pantheon gegründet, Zeitalterpunkte bekommen. Alles klar und eine Runde weiter. Bronze ist der Spiegel der Form. Wein ist der Spiegel der Seele. So, Eisen. Speerkämpfer, Lager. Jetzt wissen wir mal, wo Eisen ist und gucken gleich, wo das ist. Haben wir, seht ihr, ein Eisenvorkommen? Bitte alle mal Ausschau halten oder einfach tricksen und alle strategischen Ressourcen mal highlighten lassen. Pferde, ja, hier ist Eisen weit weg. Hier unten ist keiner. Leider nur an Plätzen, wo wir nicht hinwollen. Also St. Petersburg anzugreifen mit einem Schwertkämpfer wäre nicht doof. Andererseits, wir können natürlich auch sagen, wir haben so viele Pferde, Sakenbogenschützen demnächst im Spiel und die kommen ab etwas später, ab der Klassik. Ab hier, das ist unsere Spezialeinheit. Und da kommt auch der Reiter, die erste leichte Kavallerie oder die zweite? Die erste, ne? Die erste leichte Kavallerie. Das hier ist eine schwere, der schwere Streitwagen. Das heißt, es geht mit allen leichten Kavallerieeinheiten ab der Reiterei los. Da sind wir ein Stück von entfernt. Bewässerung, da könnten wir die Plantage machen. Und uns das erste Luxusgut holen. Wir checken nochmal hier, ob wir vielleicht die Eisen bei den Eisenvorkommen doch noch einen Siedler hinschicken wollen. Das ist das eine. Ja, das kann man machen. Wir haben auch die. Ach, das ist doch super. Wir hätten doch gewählt mehr Kultur durch Steinbrüche. Das heißt, wenn wir hier hin, schaut mal. Hier in der Stadt setzen, da hätten wir daneben einen coolen Platz für einen Hafen. Also nicht super cool, aber gut genug. Wir würden hier ein bisschen profitieren von Ressourcenanbei. Wir hätten im vierten Ring die Wasserschildkröten. Wir hätten hier zwei Steinbrüche und ein strategisches Vorkommen mit Eisen. Das heißt, wir könnten hier ein Industriegebiet hinsetzen, das bringt für jeden Steinbruch eine Produktion mehr und für die strategische Ressource anbei auch noch eine weitere. Das heißt, wir hätten hier ein Dreierfeld hier. Das Industriegebiet ist zwar weit weg von den anderen, aber es wäre auf Anhieb cool. Drei mehr Produktion. Und ja, würden jede Menge Glauben hier oben durch generieren. Und hätten hier so ein Dreieck. Das heißt, na, das ist noch nicht so perfekt, aber so kann man es machen. Oder wir sagen, die eine Produktion ist uns mehr wert als das Gold und wir setzen den Hafen stattdessen hierhin. Dann hätten wir hier ein Dreieck und dadurch einen vierten Produktionspunkt. So kann man das machen, Matze. Ja, finde ich sehr gut so. Dafür brauchen wir aber doch gleich einen zweiten Siedler. Bleibt mit dem mal hier stehen. Mit dem sind wir am Scouten. Hey, Marcel, liebe Grüße. Marcel ist aufgetaucht, ne? Spanischer, oder? Ja, aber im Chat. Im Chat. Guck mal, Marcel. Alles Gute zum Geburtstag, lieber Marcel. Marcel ist heute, ich glaube, 31 geworden. Schau mal. Das ist unsere Hauptstadt beim Let's Play. Von uns allen, von 419 Zuschauern, ich bin auch dabei. Ganz liebe Geburtstagsgrüße an unseren Marcel, einen unserer emsigsten Community-Moderatoren, Chat-Moderatoren und der außerdem noch in Personal und Jurun mein Technik-Hardware-Experte ist und ganz, ganz, auf ganz dolle Weise unsere alljährliche Weihnachtsfeier am letzten Sonntag mitorganisiert hat. Ganz liebe Grüße von uns allen. Ganz liebe Grüße. Alles Gute.
Ich hoffe, du bist nicht betrunken genug, nicht betrunken und kriegst das alles mit. Ich weiß nicht, wie du Weihnachten, wie du deinen Geburtstag gefeiert hast. Unter Umständen war es ja auch feuchtfröhlich. Hier. Bisschen noch weiter hier rüber, dass wir alles aufdecken. Eine Runde weiter. Wir haben sehr viel Geld. Wir behalten das Geld erstmal. Eine Runde weiter. Ohne Handwerk ist Inspiration nichts als bloßes Schilf im Wind. So, jetzt können wir Militäreinheiten preiswerter bauen. Und jetzt haben wir halt die Alternative. Entweder sagen wir Siedlerbau durchziehen und dann noch einen und erstmal Eisen und vielleicht in der Klassik mit den Sakenbogenschützen rübergehen zu den Russen. Und das ist eventuell sogar die klügere Strategie, aber nicht die mit mehr Schmackes dahinter. Oder wir sagen halt, wir machen das sofort, produzieren jetzt nur Militär, Militär, Militär und machen den Rest später. Das ist auf jeden Fall der Weg der Dinge hier so. Also vernünftiger wäre, glaube ich, die mit den Sakenbogenschützen, die wir immer doppelt kriegen, ab der Klassik anzugreifen und erstmal die Steine hier zu schnappen und noch einen Siedler nachzuschieben, Matze, ne? Matze? Ja, ich bin noch da. Hast du mich nicht gehört? Nee. Oh, entschuldige. Ich habe dir voll und ganz zugeschaut. Hast du alles richtig gemacht. Entschuldige. Danke dir. Vielleicht hat es mir zwar nicht den Atem verschlagen, als du mir zugestimmt hast, aber das Gehör. Hier können wir überall gründen. Ich würde mich hierhin unter Umständen setzen. Hier ans Wasser, da wo wir sind, das wäre eine Möglichkeit. Oh, das ist ein ganz toller Platz hier. Das ist super, super cool. Das ist echt fein. Da kann man richtig was mit anstellen. Hierhin. Oh, ist das ein guter Platz. Produktion und Nahrung satt für den Start. Super Deluxe-mäßig. Allerdings. So also einen echt. Standort wünscht man sich wirklich. Total lecker. Hier drunter noch Berge, da oben Berge. Dschungel anbei. Das heißt, man könnte hier einen Campus hinsetzen. Der wird dann stehen zwischen dem neben dem Berg. Ah nee, der Dschungel fällt da hier weg. Das ist Wald, dann wäre das hier eine heilige Stätte. Hier die heilige Stätte hin, die bekommt dann erstmal zwei Produktionen. Genau, die beiden überbauen wir nicht. Zwei Produktionen, also Glaubenspunkte, ein Glaubenspunkt hier durch und durch die beiden Wälder nochmal ein. Das sieht auch verdächtig nach einem Vulkan aus, oder? Ja, Scheibenkleister. Nein. Doch, das ist ein Vulkan. Ja, dann wären wir im zweiten Ring. Dann sollten wir die nicht hier hinstellen, die heilige Stätte. Du hast recht. Dann sollten wir die nach oben hinsetzen und hier hin. Und dann wäre es auch. Dann wäre es auch eine heilige Stätte hier. Hier eine heilige Stätte hin mit zwei Produktionspunkten. Ein Glaubenspunkt hier durch den Berg und jeweils einen halben durch diesen Wald und durch den. Dann wären das zwei Glaubenspunkte hier. Dann wäre die Stadt im zweiten Ring vom Vulkan. Das finde ich okay, das kann man machen. Ist Geschmackssache, ich finde das okay, weil hier drumherum ist es immer sehr produktiv rund um einen Vulkan und das bedingte Risiko kann man machen. Eine Runde weiter. Vorher Blick in die Regierung, Kampfstärke gegen Barbaren, Glaubenspunkte brauchen wir nicht mehr. Wir haben im Augenblick in der Produktion den Siedler. Die nächste kulturelle Forschung ist abgeschlossen, erst in 10 Runden. Das wird ein Weilchen dauern. Der Rest macht aber im Moment auch keinen Sinn. 10 Runden erst, baut einen beliebigen Spezialdistrikt, würde uns 4 Runden sparen. 3 Runden langen Siedler, ja, dann lass uns das so machen, dass wir hier oben reingehen, in die Regierungskarte, dass wir den Siedler reinnehmen und 2 Siedler hintereinander bauen, innerhalb dieser Rundenzahl. Bauen wir nicht noch mehr Militär, machen wir das so auf diese Weise. Dann stellen wir nach diesem Siedler nur einen zweiten ein. Einmal hier unten.
Oh, wir haben jemanden kennengelernt, glaube ich. Der große Kyros von Persien. Ganz, ganz liebe Grüße. Habe ich das laut gesagt? Sind wir befreundet mit denen? Also ich glaube, der sieht adrett aus. Also als Tumyr, ich weiß nicht, ob Tumyris jetzt wie die sexuell orientiert ist, ne? Man weiß es nicht. Sie guckt von oben vom Pferderücken herunter auf die Welt. Ob sie jetzt eher auf Männer oder auf Frauen oder allgemein auf Opfer, wenn sie durch die Welt reitet. Ob sie alle Schwächeren begehrt oder nur die Stärken anhimmelt. Und ist er stark oder schwach? Ich weiß es nicht. Ihr steht vor dem großen Kyros von Persien. Ich bin sicher, dass wir schnell Freunde werden. Jedenfalls für den Moment. Nee, wir wollen nicht, dass er in unsere Stadt kommt. Nein, danke. Wo ist er denn? Hier oben? Nee. Wo ist er denn? Hier. Er kommt wahrscheinlich von hier rüber gedackelt. Wir können nur raten. Irgendwo von unten. Wie steht er in der Militärstatistik? Die sind beide schwächer. Und wir sind doppelt so stark. So, jetzt ziehen wir. In einer Runde ist der Siedler hier fertig. Pingala ist hier. Ein Bürger verschwindet, einer kommt dazu. Das heißt, wir werden Ende von zwei Bürgern sein, wenn der Siedler fertig ist, Matze, ne? Wir werden erst den Siedler bekommen und dann leider erst den Bürgerpunkt. Dann tricksen wir, ziehen hier einen Produktionspunkt ab, packen ihn hier hin, immer noch 1-1. 1-1, kann man nicht austricksen. Ist egal, ist nicht so schlimm. Der geht ja nicht komplett auf Null. Das ist ja nicht wie bei den früheren Civs. So machen wir das. Ich finde langsam, wir sollten uns auch den zweiten Steinbruch holen hier unten. Die sind mittlerweile zu attraktiv. Die Bewässerung ist demnächst auch da, aber die können wir uns auch kaufen. So bleiben wir hier stehen. Und er hier unten, der sollte gleich noch ein bisschen weiter alles aufdecken. Okay. Jetzt ziehen wir hier runter. Haben das Persische Reich getroffen, einen neuen Civ sind wir begegnet, bekommen einen Zeitalterpunkt. Hier gab es eine Flussüberschwemmung, Blick in den Zeitalterfortschritt in, wissen nicht wann, 10 bis 12 Runden. Zeitalterwechsel, 11 Punkte haben wir, die 22 kriegen wir nie und nimmer. Gold sparen wir im Moment, Regierungskarten, Siedler schneller, Kampfstärke gegen Barbaren. Eine Runde weiter. Sind Delegationen nicht mehr so wichtig? Fragt Straight to Gold. Das ist Geschmackssache. Also ich finde, sie sind wichtig beim religiösen Kampf. Unbedingt, weil man dann stärker ist, wenn man Delegationen rüberschickt. Im militärischen Kampf finde ich die nicht ganz so wichtig, weil dann, wenn Krieg ist, ist das nicht mehr so wichtig. Andererseits gibt es mittlerweile das Diplomatenviertel und das Botschaftsgebäude, glaube ich, darauf, dass uns Boni gibt, mal zum Mannix, wenn man halt Delegationen empfängt. Genau, dann bekommt man mehr Einflusspunkte. Also wenn wir Delegationen empfangen und, glaube ich, auch, wenn wir welche schicken. Ich glaube, in beiden Fällen, oder? Nein. Also wenn wir eine Delegation oder eine Botschaft bekommen, bekommen wir, ich glaube, ich habe gerade Einflusspunkte gesagt, entschuldigt bitte, ich meine diplomatische Gunst für diejenigen, die wir bekommen haben. Also hätten wir ihn jetzt annehmen können, perspektivisch. Hätten wir vielleicht machen können, weil auf Religion sie gehen wir nicht. Andererseits, wenn wir den wirklich angreifen, wird er sowieso futsch sein, bevor wir das Diplomatenviertel gebaut haben. Mit ihm, ich würde gerne mit ihm erstmal hier rüber gehen, damit wir beginnen, Eisen zu sammeln. Das ist mir wichtiger. Das Eisenminen können wir ja sofort machen. Wir brauchen lange, bis wir die Schwertkämpfe haben. Lass uns mal anfangen, Eisen zu sammeln. Wir ziehen da oben hin und holen uns auch die Steinbrüche. Und den zweiten schicken wir dann hier runter. Das heißt, mit dem hier. Machen wir das so. Aha. Und
Er sieht, er ist in 6 Runden fertig. Der dritte Bürger in 5. Der vierte in 5 und so ist alles gut. Was ich schade finde, ist, dass wir im Moment nicht in Richtung Religion gehen. Aber das mit den Siedlern ist mir wichtiger. So, in 10 Runden Antike vorbei. Mit denen hier, ich gehe mal mit dem erstmal gucken. Eins hier rauf, der hinterher. Der macht hier sein Nickerchen. Und er kann hier sich XP holen. Und das noch und nöcher. Und dem gehen wir aus dem Weg. Nee, den töten wir sogar. Der wird uns angreifen über den Fluss. Und das hier ist normale Tundra. Wir könnten entweder, wir verschanzen hier und dann greift er uns über den Fluss hinweg an. Dann wird er sterben und wir haben genug XP, um sofort zu heilen. Ah nee, wir bekommen nur einen XP, weil wir hatten schon eine Beförderung. Aber deshalb ist das doch gut gelaufen. Antike endet in 9 Runden. Und der, guck mal, der hat, ist ja unfassbar, der hat gar nichts verloren. Der Gegner war so schwach, der hat noch nicht mal einen einzigen Kratzer, der Speer. Der hat nichts eingesteckt, überhaupt gar nichts. Heftig. Einmal töten, bitte. Hier muss ein Barbarennest sein, irgendwo hier unten. Und eine Runde weiter. Chat wünscht sich, Mafta statt Gründen über dem Industriegebiet für Pferde. Was ist denn damit gemeint? Statt Gründen über dem Industriegebiet für Pferde. Hier, da wo der hier steht. Das heißt nicht am Wasser. Ich will eigentlich am Wasser. Wasser finde ich cool, weil wir haben hier, guck mal, wir haben keinen Wohnraum hier. Den Wohnraum brauchen wir hier. Also wir haben kein Süßwasser hier, der uns Wohnraum gäbe. Das heißt, eine Küstenstadt sollte es auf jeden Fall sein. Und damit man dann über den Hafen und den Leuchtturm darauf 2 Wohnraum mehr bekommt. Dann wiederum fände ich es, wenn man auf jeden Fall eine Küstenstadt haben wird, fände ich es ganz gut, wenn der Hafen auch wirklich neben der Stadt liegt. Das ist nicht zwingend. Wenn der Hafen so platziert ist, dass er auch Gold gewinnt und dass man irgendwie so ein Dreieck bilden kann und hier sich, dass sie sich so gegenseitig Boni geben. Wenn man hier oben gründet, neben den Pferden. Was ist denn der Vorteil, dass man näher an die Pferde rankommt, meinst du? Die Pferde werden dritter Ring, aber Bologna dehnt sich auch langsam aus. Ich glaube, die kriegen wir auch so. Sonst hätten wir den Hafen hier und das wäre das Dreieck hier nicht mit dem Industriegebiet. Ich finde es so besser. Ich weiß, was du meinst, aber ich finde das so rum besser, wie wir hier planen. Heilen die Sküten, wenn man eine Einheit tötet, ist eine Frage von F. F. Werchter Jung. Ja, wenn man eine Einheit ausschalten, heilen wir bis zu 30 Trefferpunkte. Und das war übrigens auch die Erklärung dafür, warum hier oben der Sküte gleich wieder geheilt war, als er angegriffen wurde. Und auch jetzt, er verliert Punkte und heilt sofort wieder. Das ist schon cool. Das ist schon ein cooles Völklein hier. North Bowman schreibt, Weben muss ins Bett, er verbuchselt. Er verbuchselt zu viele Dinge gerade. Also wenn da jemand Dinge verbuchselt, ich weiß nicht, was das Wort verbuchselt bedeutet. Vielleicht meinst du verbaselt? Oder kommst du aus irgendeiner Region Deutschlands, wo man verbuchselt? Ich weiß nicht, also du meinst verbaselt? Ich weiß es nicht. Aber es stimmt, ich werde müde. Wir haben jetzt 11:30. Ich bin schon sehr, sehr lange auf und sehr lange mache ich es hier nicht mehr. Das stimmt. Die kriegen wir so nicht getötet. Das hier ist noch nicht mal ein Hügel. Das hier ist ein Hügel mit Regenwald. Wir stellen uns hier drauf. Und dann warten wir ab. Eine Runde weiter.
Genau. Eine Runde weiter. Aus Hamburg. Oh, die helfen uns sogar. So, man schickt uns eine Delegation mit die Perser. Die liegen weiter weg. Da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir die Weile noch behalten. Als Bündnispartner oder zumindest als Verhandlungspartner für Diplomatie. Nehmen wir an, bekommen wir auch Geld. Und Bewässerung eines Landes einzusetzen, verdient die gleiche Ehre wie seine Eroberer. So, eine Plantage können wir jetzt bauen. Damit können wir viele Plantagen bauen. Da sind viele potenzielle Flächen für Kakao, für Seide und andere Luxusgüter. Hier auch für Weihrauch oder Gewürze oder was immer das ist. Ich glaube Gewürze. Und hängenden Gärten kann man auch noch machen. Viele schöne Dinge. Gewürze, genau. So, und die sind quasi vorgeglüht schon von denen. Aber die können wir nicht töten. Ich bleibe hier nochmal eine Runde stehen, heilen und dann warten wir ab, was hier passiert. Und da ist der Siedler gleich fertig. Nächste Forschung. Entweder die Eisenmine und dann der Schwertkämpfer, dann kommen wir in der Klassik an. Wir brauchen auch Campus-Distrikte, haben wir einen eingezeichnet? Noch nicht. Würde ich in Richtung Schwertkämpfer gehen. So, und mit den Kollegen wiederum geht's hier runter. So, jetzt können wir nochmal heilen. Im Alleingang macht er alle platt hier. Ist echt eine Freude. Steht leider auf doofem Untergrund. Die Russen greifen an. Ticket in 6 Runden. Den kriegen wir wahrscheinlich sogar gekillt und heilen aus. Krass, was der drauf hat, Leute. Das ist der Chuck Norris unter den Speeren. Das hat er nicht ganz geschafft, aber fast. Jetzt haben wir gleich die nächste Stadt. Und hier, der Siedler ist in einer Runde fertig. 4. Bürger ist da. Pingala ist etabliert. Das sieht alles gut aus. Na, den sollten wir schwächen, sonst greift der, macht der Schleuderschütze uns platt. Uns eine Beförderung holen. Eine starke Wirtschaft. Staatsdienertum, Regierungsplatz Mauba und noch was ganz anderes. Wir können nämlich demnächst uns die erste Regierung holen. Im Augenblick sind wir über das Staatsdienertum nur noch eine Tech entfernt, eine kulturelle Errungenschaft von der politischen Philosophie. Außerdem haben wir einen weiteren Gouverneursplatz gefunden und den würde ich gerne benutzen für die wissenschaftliche Forschung, weil wir nicht viele gute Plätze haben für Campus-Distrikte. Und vielleicht kriegen wir Kultur noch über die Religion. Wir gehen mal da drauf. Jetzt heilen wir einmal aus. Jetzt haben wir den Siedler und der macht, schließt sich hier so zusammen, zieht jetzt hier runter und hier hin. Und wir können jetzt beginnen, Militär zu bauen oder jetzt doch noch Stonehenge. Kornspeicher brauchen wir nicht. Ein weiterer Siedler ginge auch. Dann wäre die Frage, wohin? Und ihnen entgegen.
Aber so viele coole Plätze sehe ich gerade nicht. Ich glaube, ich würde jetzt eher hier vielleicht an der Küste Wasserschildkröten abgreifen, Pferde abgreifen und zum Beispiel. Nee, das ist alles zu eng. Das machen wir nicht. Dann gehen wir jetzt mal ins Militär rein und beginnen. Oder Stonehenge. Aber die nächste Forschung hier ist, baut eine Eisenmine, das werden wir gleich haben. Und hierfür brauchen wir drei Stadtstaaten, haben wir schon. Wir gehen in die Offensive. Wir fangen an, billige Einheiten zu bauen, noch und nöcher. Bauen einen Krieger. Wir checken die Situation hier oben in Russland. Wir gehen hierhin in die Militärübersicht und stellen fest, Perser sind stärker als wir. Wir haben 55, Russen mit uns auf Augenhöhe. Keine Stadtmauer. Stadtmauerzeitalter ist noch nicht wirklich da. Es ist so auf der Kippe. Das heißt, wir gehen jetzt hier rein, ändern die Politik, verzichten auf die Kampfstärke gegen Barbaren. Das ist natürlich uncool. Machen wir aber trotzdem. Nehmen rein, dass wir schneller Militäreinheiten bauen können. Die Siedler brauchen wir nicht mehr und gehen stattdessen rein auf mehr Produktion in allen Städten. Hier bauen wir die nächste Stadt, die zweite. Eureka! Eine Stadt an der Küste gebaut. Chertomlük. Wie könnte diese Stadt denn heißen, Leute? Eine skythische Stadt direkt an der Küste. Was würden euch für Namensvorschläge durch euren Kopf zucken? Was meint ihr? Was hättet ihr gerne? Ja, Düsseldorf. Du Skysegel, egal wo und was. Skysegel schreibt immer Düsseldorf. Gütersloh ist eine gute Idee. Ja. Nein, ja, Gütersloh nennen wir die Stadt, die irgendeine Stadt der Russen nach der Eroberung, um die zu demütigen. Steinhuder Meer. Sind Schildkröten sind Luxusgut, ja? So, und was kaufen wir? Ein Monument oder ein Handwerker? Der Handwerker wird uns mehr bringen. Die Handwerkerkarte kommt erst mit dem Feudalismus. Zwei Aktionen. Wir kaufen einen Handwerker. Kaufen einen Handwerker und wir bauen ein Monument. Und mit dem hier. Wir heilen uns mal aus. Plus 30, wenn wir ihn töten, dann sind wir fit. Wir töten nur und holen uns Wunden, damit wir danach durch wundersame Weise geheilt sind. Deshalb bringen wir Menschen um. Monschau, Herr Monschau ist schön. Was habt ihr denn jetzt für Namensvorschläge? Gute Nacht. Die dritte Stadt nennen wir Gute Nacht, aus Gründen. Osterinsel, wegen den vielen Steinvorkommen. Buxtehude. Steine unter Eisen. Steine, Eisen, Pferde. Das ist Weststein. Das erinnert uns daran, dass wir im Westen sind und dass da Steine sind. Mehr schaffe ich Marmorstein und Eisenbrecht. Vielleicht noch die zweite Zeile und die dritte. Wie lang soll der Stadtname denn sein? Zugucker. Steinreich. Also reich sind wir nicht wirklich, aber ich weiß, was du meinst. Reich an Steinen. Okay, steinreich. Eine Runde weiter. Oh, da kommen die Barbaren und feuern auf uns. Aber wir heilen aus. Die können nicht in die Stadt reinfahren. Das ist keine Nahkampfschiffseinheit.
So, und hiermit heilen wir wieder aus und holen uns noch eine Beförderung. Nicht eine Beförderung, nochmal XP. Nicht viel, aber etwas. Und mit denen hier geht's Richtung runter. Das machen wir nicht. Also ganz so frech bin ich nun auch wieder nicht. Einmal Barbaren hier, mehr Annehmlichkeiten dort. Und eine Runde weiter. Man beschießt uns. Leute, wir streamen jetzt schon wieder 2 Stunden. Ich hätte eigentlich gedacht, wir machen nur so einen kleinen Abschlusstalk, nachdem der Gipfel abgebrochen wurde. Jetzt schon wieder 2 Stunden am Stream. Mir fallen die Äuglein zu. Also lange machen wir es nicht mehr. Morgen geht es ja weiter mit Humankind, mit dem Civilization-Herausforderer aus Frankreich von Amplitude. Morgen, also genau, morgen um 19 Uhr. Um die 19 Uhr Stream beginnt, ab 19.30 Uhr Gameplay bis um 11. Also ich bin jetzt schon ein bisschen fertig. Ich muss auch für morgen noch die Humankind-Folgen morgen früh aufnehmen. Und Sonntag geht es ja weiter mit Civilization 6. Also einem Spiel, das ihr vielleicht kennt. Und mit Matsumanix, der ist auch Co-Moderator, ab 19 Uhr mit dem Galien-Netzplay auf Gottheit. Da muss man, das ist ein bisschen trickiger. Ein paar Minuten machen wir noch, aber lange nicht mehr. Also ich bin echt mittlerweile, ich bin so lange schon auf, ich bin echt fix und fertig. Noch mehr Einheiten. Haben die Bogenschützen noch nicht freigeschaltet. Die sollten wir uns schon holen gleich. Der Regierungsplatz wäre auch verlockend, um den weiteren Gouverneurstitel zu bekommen, damit wir auch mehr Kultur bekommen. Es dauert nur 4 Runden. Das wäre sogar klüger, aber in 8 Runden politische Philosophie und so lange produzieren wir derzeit Einheiten. Der Regierungsplatz wäre sogar eigentlich cooler. Den könnten wir zum Beispiel mit dem Gouverneur, da hätten wir nämlich sofort schlagartig 3, 4 mehr an Kultur. Das wäre schon heftig. Den würden wir dann hier hinstellen, auf die gegenüberliegende Seite vom Theaterplatz, Matsumanix. Der gibt uns plus einen Nachbarschaftsbonus für den Theaterplatz und für den Distrikt, der mutmaßlich nordöstlich von dem entsteht, direkt hier an dem Berg. Was meinst du? Ja, klingt gut. So, und der macht jetzt hier Feuer frei. Und das nächste Geländefeld ist hier unten. Da müssen wir eins kaufen. Der nächste Bürger ist in 4 Runden. Geld ausgeben können. 40 ist eine Menge. Eisen kaufen. Eisen kaufen. Eisenmine bauen. Das beschleunigt auch die Eisenverarbeitung. Hier noch ein bisschen rumlaufen. Die können wir nicht mehr rein, die haben schon geschlossene Grenzen. Eine Runde weiter. Alles ein Lob oder ein Tadel? Ich weiß es nicht. Oh, wir hätten uns gerade noch mit ihm befreunden können, jetzt nicht mehr. Eine große Flut. Die das alles wassert, bei uns in der Nähe und damit die Gebiete deutlich produktiver macht. Zwar richtig, das ist ja auch ein... Ja, so langsam, jetzt wird es doch interessanter für eine weitere Stadt. Und zwar... Direkt. Hier oder da, auf einem der beiden. Hier
hier würden wir auf Nummer sicher gehen. Machen Sie mal beide Pins rein. Entweder hier. Da hätten wir auf jeden Fall Trinkwasser. Trinkwasser oder Süßwasser hätten wir auch hier. Hier werden wir näher an den Russen hier weiter weg. Welchen Platz findest du besser, Matze Manix? Spontan würde ich, glaube ich, den südlicheren Standort bevorzugen. Weil ich im Norden noch nicht so ganz... ich habe ja ein verzögertes Bild. Im Norden ist halt viel Wüste dann auch mit... Tundra. Ja? Unten ist Sandwüste. Genau. Und dann Tundra schon. Also wir haben... Ich zeige es nochmal in... ich wähle das mal ab, dann kann man das vielleicht besser sehen. Also hier ist richtige Wüste, da oben ist Eiswüste oder Tundra. Beides ist nicht so doll. Der Vorteil hier unten ist halt am Fluss gelegen. Ne, beides ist am Fluss. Hier mehr Nahrung, aber wenig Produktion. Hier oben ist es gleichmäßiger Produktion und Nahrung. Und außerdem haben wir die Gewürze als Luxusgut. Die haben wir unten nicht. Unten sind nur Bonusressourcen. Und hier geht es auch Richtung zu dem Eisen. Das heißt, das ist der bessere Standort hier. Den nehmen wir hier. Dann sollten wir vielleicht doch noch einen Siedler da oben hinschicken, bevor die KI uns den vor der Nase wegschnappt. Hier gründen wir gleich die nächste Stadt. Wir haben auch noch einen unaufgedeckten Stadtstaat im Osten von unserem aufgedeckten Gelände. Da hat man gerade die Kultur. Ja, sehr gut, da rennen wir jetzt runter. Die Stadt wird runtergebombt, das ist aber kein Grund zur Sorge, Matze Manix, weil selbst wenn die auf Null geht, das Schiff kann da nicht rein. Bis ein Nahkampfschiff kommt und das dann zu Ende bringt, was wir mal nicht hoffen wollen. Nein, allerdings heilen wir auch noch aus, jede Runde. Das heißt, der müsste quasi genau bei Null sein und dann müsste ein Nahkampfschiff kommen. Aber dieses Fernkampfschiff ist in dem Barbarendorf entstanden, das hier war. Es könnte theoretisch sein, dass irgendwo anders noch ein Barbarendorf ist, wo Schiffe gespawnt sind und dann kommt es just hier rein und schnappt uns. Aber es ist eher unwahrscheinlich, weil es ist nicht von Hand zu weisen. Aber ich vermute mal, der Schleuderschütze wird hier zuschlagen, die Quadireme vernichten und dann können wir wieder heilen. Dazu kommt auch, dass uns das ganz recht ist, mit dem Schleuderschützen was klein zu kriegen, denn dann hätten wir 1 bis 2 Runden gespart beim Bogenschießen und der Forschung, auch wenn das nicht sehr viel Geld oder nicht sehr viele Forschungspunkte kostet. Jetzt gründen wir schon wieder eine Stadt. Ein Zeitalterpunkt. Was ist denn das für ein Name? Pajürk. Ja, wir bauen hier ein Monument. Wohnraum haben wir. Handwerker können wir uns im Augenblick nicht leisten zu kaufen. Gehen hier ein bisschen auf Erkundung. Und brauchen einen schicken Namen. Ich weiß welchen. Es liegt so auf der Hand. Ach, wie heißt nochmal dieses Wintergericht mit den heißen Bananen? Nicht Gewürzbananen, wie heißt das nochmal? Bananenbrot? Bananen... es gibt doch so heiße Bananen manchmal auf Weihnachtsmärkten, oder? Wie heißt das noch? Hot Banana? Chat. Bananasplit? Schokobananen. Wo ist denn da Schokolade? Schokobananen. Genau. Bananensplit geht auch. Lecker. Schokobananen. Und eine Eisenmine. Eureka. Sehr schön. Läuft, alles gut. Erstes Eisen kommt rein. Und WB ist fix und fertig und total müde. Ich speichere das mal ab, aber will euch jetzt nicht versprechen, dass wir das fortsetzen. Mal vielleicht nochmal bei einer anderen Gelegenheit, wo wir so ein bisschen in lascher Stimmung sind und hier so weitermachen wollen. Ja, also ich speichere uns das Safe Game ab, Leute. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Wir haben jetzt fast Mitternacht und ich weiß nicht seit wann auf. Und der lange Stream, der Multiplayer-Stream, der ist schon wieder 2 Stunden mit uns abgehangen. Mit euch hier abgehangen. Es geht weiter am Samstag in, ja, wie viele Stunden? 18? 20 Stunden hier ab 19 Uhr. Geht es ja weiter mit Humankind, das heißt mit dem Civilization Herausforderer aus Frankreich. Das Spiel erscheint Ende April. Und dann gibt es ja wieder Twitch-Drops, das heißt, wenn ihr 3 Stunden am Stück zuguckt,
kann man auch splitten, dann bekommt ihr, wenn ihr möchtet, Zugang zur Lucy Open Dev, sodass man das Spiel Humankind in einem Preview-Build spielen kann für die nächsten noch bis zum 28. Dezember, glaube ich. Einfach morgen hier dabei sein und zugucken. Macht mir sehr viel Spaß. Steffi ist nicht mit dabei, die ist schon im Winterurlaub. Die Community Managerin von Amplitude, die zu Beginn dabei war. Also morgen kein Anno, sondern Humankind. Und am Sonntag spielen wir zusammen Civ 6 und noch eine Ansage. Lockdown in Deutschland. Auch in Österreich und der Schweiz große Probleme. In Deutschland der Lockdown seit Mittwoch. Das heißt, bis auf Weiteres gilt, dass wir hier immer, unabhängig vom Wochentag, ob Samstag, Sonntag, unter der Woche, immer ab 19 Uhr streamen. Ja? Nicht früher am Samstag, Samstag sonst immer ab 18 Uhr, nicht früher am Sonntag, da immer ab 15 Uhr, aber täglich streamen wir in der Regel nicht. Das heißt, unterm Strich viel öfter. Jeden Tag ab 19 Uhr, das gilt auch über Weihnachten. Wenn ich zwischendurch mal merke, ich brauche einen Abend mal für mich, dann sage ich das auch. Bevor sich die Leute Sorgen machen, ich weiß, Punisher macht sich schnell Sorgen um mich. Ich verspreche dir das, Punisher. Wenn ich mal fix und fertig bin, sage ich das und hole mal einen freien Abend. Aber in der Regel heißt es einfach, jeden Abend 19 Uhr, wenn ihr möchtet, hier. Mit noch einem anderen Unterschied. Normalerweise kündige ich Ewigkeiten vorher an, welches Spiel wir streamen. Das handhabe ich diesmal ein bisschen spontaner, weil das muss ich mir rausnehmen. Das so ein bisschen auf meiner Tagesform her entscheide. Bin ich eher so drauf, dass ich so tüfteln und knobeln kann oder brauche ich was Lockeres? Und deshalb, ihr könnt in der Regel mittags hier vorbeikommen, wenn ihr möchtet. Gucken gehen, was spät steht ja in der Überschrift auf Twitch. Und dann seht ihr das. Ja, das Ganze ist nicht für immer und ewig, das ist halt jetzt mit Beginn des Lockdowns, mal gucken, wie lange wir das machen, zieht der Lockdown sich, man weiß ja nicht, was man aus der Politik ernst nehmen soll zu dem Thema oder nicht, zieht er sich womöglich bis tief ins Frühjahr rein, dann gebe ich irgendwann auf und dann gehe ich wieder zu einem anderen Rhythmus über, aber vorerst, damit uns allen nicht der Himmel auf den Kopf fällt oder zumindest die Decke auf den Kopf, wir sind ja alle Gallier, Sonntag hier mit Civ 6 die Gallier, sondern damit wir alle gemeinsam eine gute Zeit haben und zusammen abhängen können, ihr und ich.